Die Sicherheitsphilosophen werden euch präsentiert von securityausbildung.info. Ob Lernmaterial, Bücher oder Lehrgänge, für die Sachkundeprüfung, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, erhaltet jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Rabattcode Sicherheitsphilosophen10 unter www.securityausbildung.info. Unser Partner für hochwertige Qualifizierungen in der Sicherheitsbranche. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen. Ich spare mir die Namen heute, weil die kennt ihr schon. Ich hoffe, bei euch ist es mindestens genauso sonnig wie bei mir. Zumindest strahlt die Sonne mich mehr oder weniger an. Und damit begrüße ich meinen Mitmoderator. Seid gegrüßt. Hallo Raphael, wie geht's dir? Ja, naja, es ist schön, dass die Sonne draußen ist. Es war die letzten zwei Tage jetzt ein bisschen regnerisch. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut in meiner Festung der Einsamkeit, wie ich meine Wohnung inzwischen nenne. Ja, ja, also das kann ich auch nur zurückgeben, wobei ich ja sagen muss, und das schließe ich mal gleich an eine Entschuldigung, dass wir eine Woche zu spät sind. Wir sind aus unserem Rhythmus vollkommen raus, was das Podcasting angeht, denn ich war letzte Woche eine Woche im Urlaub, nämlich einer von vielen Idioten, die es die erstbeste Möglichkeit am 18. Mai genutzt haben, Richtung Schleswig-Holstein zu fahren, denn dort haben die Ferienwohnungen wieder aufgemacht. Wobei ich zu meiner eigenen persönlichen Verteidigung sagen muss, dass ich diesen kleinen Ausflug bereits seit letztem Jahr geplant habe und ich mich einfach nur tatsächlich gefreut habe, mal für 5 Tage rauszukommen und was anderes zu sehen als die eigenen 4 Wände. Ich glaube aber, da kann dir keiner einen Vorwurf machen oder wird dir böse sein. Bei mir, wie du selber weißt, war es ja auch nicht anders, als ich die Möglichkeit hatte, wieder rauszukommen und meinem Sport nachzugehen, ging mir genauso. Ich habe ja auch, beziehungsweise nicht ich, sondern du hast es ja bei den ganzen Leuten gesehen, kaum waren einige Beschränkungen aufgehoben oder nicht aufgehoben, sondern gelockert, hast du ja auch viel mehr Menschen wieder draußen gesehen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe am Samstag in den Nachrichten tatsächlich gehört, dass in einem, ich glaube, na egal welches, aber in einem Restaurant sich wohl 7 Menschen mit Corona angesteckt oder infiziert hätten, weil wohl eine mit Coronavirus-Personen sich quasi da hinbegeben hat und da halt Leute angesteckt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ja, ich habe das mitbekommen. Heute früh ist es sogar, das war sogar eine Angestellte oder eine leitende Angestellte dieses Restaurants. Und ich würde sogar noch toppen mit, das hast du vielleicht auch mitbekommen, mit dem Gottesdienst in der Baptistenkirche in Frankfurt, glaube ich, war das, wo sich jetzt inzwischen weit über 100 Personen angesteckt haben. Und wenn ich dann noch mal das ergänze zu der Schule, die hier in Berlin-Spandau geschlossen werden musste, kurz nachdem die Corona-Lockerungen und der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde, dann kann ich mir, so ernst die Situation ist, ein Schmunzeln nicht verkneifen, weil das genau die 3 Bereiche sind, Gastronomie, Kirche und Schule, über die wir in den letzten Wochen so erheblich diskutiert haben, dass die vielleicht jetzt nicht zwangsläufig geöffnet werden müssten und wo auch zumindest, ich sag mal, der Kern der seriösen Virologen davor gewarnt hat, hier einen Schnellschuss zu machen. Aber es hat sich offensichtlich bewiesen, dass die Wissenschaft vielleicht doch gar nicht so Unrecht hatte mit ihren Warnungen. Ja, na vor allen Dingen, ich habe heute durch Zufall nur einen Artikel gesehen, wo es darum ging, dass die Bild-Zeitung wohl irgendwie momentan versucht, Drosten. Ach, ich verwechsel das immer. Da gibt es jetzt momentan irgendwie eine riesige Debatte, dass die Bild-Zeitung wohl versucht, den Drosten da fertig zu machen, beziehungsweise ihn zu diffamieren. Da ging es ja auch darum, dass er der Meinung sei, also dass Drosten quasi der Machthaber sei, der sagt, man sollte Schulen und Kitas am besten gar nicht öffnen, pipapo. Und da ging es ja auch hin und her, wo ich mir auch denke, Leute, das wird bestimmt schon Gründe haben, warum wer sowas sagt.
Also. Also das ist ja total spannend. Ich kläre mal kurz die Zuhörer darüber auf. Also das gab es gestern Abend auch ganz stark durch Twitter viral gegangen. Nämlich Christian Drosten hat veröffentlicht eine Mail, die von der Bild-Politikabteilung an ihn gesandt wurde, wo er mit kritischen Stimmen zu seiner Corona-Studie oder der Corona-Studie der Charité Berlin konfrontiert wurde und innerhalb einer Stunde darauf reagieren musste, sollte und Stellungnahme zu so provokanten Fragen wie, ob sie weiterhin zu den Methoden und der Aussagekraft der Studie stehen, haben sie die Kritik bereits mit anderen Autoren ihrer Studie diskutiert, seit wann ist ihnen bekannt, dass es ernstzunehmende Kritik an ihrer Studie gibt. Diese Mail hat er gescreenshottet und veröffentlicht auf Twitter mit dem Beitext interessant, die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich sollte innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. Und dieser letzte Satz, ich habe Besseres zu tun, der ist sowas von viral gegangen, was natürlich die Bild dazu motiviert hat, erst recht diesen Beitrag zu veröffentlichen, und sagt gerade erhebliche Kritik ein, während sich viele auch mit Christian Drosten da wirklich solidarisieren. Ja, also das, allein schon diese, also, man kann, jeder kann seine eigene Meinung zu verschiedenen Zeitungen oder Zeitschriften haben. Ich möchte das jetzt gar nicht genauer fassen, was die Bild sein möchte oder vorgibt zu sein. Aber also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein schon zu meiner Jugendzeit war die Bild nicht dafür bekannt, dass sie die höchst seriösen Nachrichten oder Informationen mit der Menschheit teilte. Also, und ich habe tatsächlich die Bild so gut wie nie, nee, eigentlich nie gelesen, weil für mich war das nie eine Zeitschrift oder ein Nachrichtenblatt, wenn man das so nennen kann, dass es in irgendeiner Form in meinen Fokus geschafft hätte. Und ich gehe ganz stark davon aus, ohne dieses Medium einmal konsumiert zu haben, dass die sich in irgendeiner Form verbessert haben im Sinn von, wir sind jetzt eine seriöse Zeitung. Aber offensichtlich, so wie ich das jetzt in diesem ganzen Diskurs mitbekommen habe, scheinen ja unglaublich viele Leute auf der Meinung der Bild zu sein, wo ich mir denke, was ist eigentlich los? Also, ich sage das Also, momentan in der Zeit leider so oft, aber wer hat denen eigentlich das Hirn abgeschaltet? zwei Sachen zu den letzten Sachen. Ja, natürlich, die Bild, aber da müssen wir gar nicht so, da können wir auch in die Vergangenheit gucken. Wenn ich dran denke, die Bild ist eben letztendlich ein Medium, das polarisieren will, ohne es jetzt in Schutz zu nehmen. Aber das schreibt halt für ihre Leserschaft, und ich habe vorhin tatsächlich parallel auf YouTube eine sehr interessante Dokumentation zu der Entstehung der Bild-Zeitung und der ja, eigentlichen Intention von Axel Springer gehört, dass es eben tatsächlich darum ging, wie hat er es gesagt? Naja, der Axel Springer Verlag gehörten ja auch schon andere namhafte Zeitungen. Und er hat gesagt, naja, warum produzieren wir denn eigentlich Zeitungen, in denen der Feuilleton-Teil, der Kulturteil, der Wirtschaftsteil, der Politikteil sehr umfangreich gestaltet wird, die meisten Leute es aber gar nicht lesen. Und daraus ist die Bild-Zeitung entstanden in der heutigen Qualität, und auch für das einfache Volk geschrieben, einfach verständlich mit bunten Bildern, sodass es, wie sagte er, Fernsehen zum Lesen ist, mehr oder weniger. Das ist so der eine Punkt. Aber der andere Punkt, da würde ich dir tatsächlich auch widersprechen. Also ich zumindest als Security Manager lese sehr gerne die Bild-Zeitung aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, man kann der Bild-Zeitung nicht absprechen, dass sie erhebliche und sehr gute Kontakte in Ministerien zu Polizeien und anderen BOS hat. Das heißt, hast hier oftmals oder es liegen bei der Bild-Zeitung oftmals Informationen vor, die, wenn du die Bild-Zeitung ignorieren würdest, tatsächlich du vielleicht am nächsten oder am übernächsten Tag aus nicht Boulevardzeitungen lesen würdest. Das zweite ist, was ich an der Bild auch in Anführungsstrichen schätze, aber natürlich nicht gutheißen kann, aber die Bild-Zeitung ist
der Meinungsspiegel des einfachen Volkes, um das mal tatsächlich so zu formulieren. Und leider gehört das einfache Volk, wenn ich jetzt mir die Hygienedemos und andere Demonstrationslagen wie Pegida, Legida, Begida, was auch immer für IDAS es gibt, gehört die Bild-Zeitung oder gehört das einfache Volk zu der Mehrheit in Deutschland, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen. Von daher kannst du da auch ganz gut ableiten, was das auch möglicherweise für eine Meinungslage und damit auch politischen und sicherheitspolitischen Lage bedeutet, wenn die Bild-Zeitung darüber berichtet. Und der dritte und letzte Umstand in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Bild ja letztendlich auch Meinungsmacher ist. Das heißt, wenn über dich als Unternehmen oder als Person geschrieben wird, und ich denke da nur dran, wie sie Sido zerrissen haben, man muss nicht gut finden, was er gesagt hat, und man kann ihn auch sicherlich in eine Verschwörungsecke reißen, aber das ist da offensichtlich dann nachher Schnitte gab und beziehungsweise noch mal eine Tonspur drüber gelegt wurde, die in diesem Zusammenhang nie genutzt wurde. Die Bild kann ganze Karrieren und Menschen zerstören. Also von daher ist es aus meiner persönlichen Sicht, aber ich kritisiere niemanden, der sagt, er möchte so ein Schundblatt eben nicht lesen, ist es aber für mich persönlich wichtig, weil du da, wenn du nicht an der Meinung bist zu sagen, die Bild-Zeitung ist das Nonplusultra und was da drin ist, ist Wahrheit, sondern du immer sagst, okay, das ist für mich ein Ansatzpunkt für in anderen Bereichen weiter zu recherchieren oder noch ein paar Informationen zu generieren, ist die Bild-Zeitung für mich dann doch Gold wert an dieser Stelle. Aber also jetzt der Bild irgendeine Macht zuzuordnen, die irgendwer anders nicht hinbekommt, also... Ich überlege gerade, wie ist denn unser, ja, Christian Wulff, Bundespräsident, Ex-Bundespräsident, der sicherlich den Fehler gemacht hat, ich glaube, es war Julian Reichelt als Chefredakteur, auf die Mailbox drauf zu sprechen, aber da ja, hat gut, man aber schon das ganz ist gut auch, gesehen, also, wer... Sorry, aber das ist ja auch hart dumm. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass er sicherlich in der Form und der Persona auch stark protegiert wurde in diese Richtung, ne? Ja, aber also ich also wer aufbaut, baut auch wieder ab. Das ja, so. Aber ich will der Bild-Zeitung gar nicht nehmen, dass sie durchaus eine gewisse Macht innerhalb des, ich sag mal, des Volkes hat, einfach allein durch das, was sie schreibt. Aber ich würde das jetzt nicht so herausstellen wollen, weil andere Zeitungen haben diese Macht genauso. Und ich habe das nicht am eigenen Leib erfahren, aber ich habe einen Einblick in diese Taktik oder in dieses Vorgehen der Presse gewonnen. Und ich bin der Meinung, dass nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch andere große, vielleicht durchaus seriösere Zeitungen zu solchen Mitteln greifen, je nachdem, wie man sich mit denen verscherzt. Von daher bin ich halt nach wie vor der Meinung, man sollte halt nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, aber man sollte, oder man soll nicht alles, nicht gegen alles hetzen, was in der Zeitung steht, man soll es nicht einfach blauäugig glauben, aber man sollte sich zumindest, wenn man was gelesen hat über irgendwas, mal einen Kopf drum machen, ob das so, wie es da steht, wirklich für einen selber Sinn macht, ob das wirklich die Meinung ist, die man einfach, ich sag mal, aufgreifen will, oder ob man sich sagt, ne, okay, das klingt jetzt interessant, aber ich habe den und den Denkfehler dabei entdeckt. So, und wenn du gehst aber an dieser Stelle davon aus, dass der Großteil der Bevölkerung, auch wenn das jetzt völlig stigmatisierend und in einer Form auch populistisch ist, aber dass der Großteil der Bevölkerung genauso denkt wie du. Ja, aber sollte das sollte es so sein? Ja, natürlich. Sollte es nicht unser Anspruch oder unser Ziel sein, die Gesamtbevölkerung genau dahin zu treiben? Stattdessen, also. Das ist jetzt nicht anklagend gemeint, aber statt quasi das Ziel zu verfolgen, zu sagen, ey, das, was die Bild schreibt, das sollten wir uns nicht geben, weil das ist zusammengesucht, das ist schlecht recherchiert bis gar nicht recherchiert und das ist verleumderisch und gelogen, nur um mal so ein paar Schlagworte herauszuhauen. Aber statt quasi genau das zu machen, was man machen sollte, nämlich sowas dann zu boykottieren und denen einfach sag mal, das Wasser abzugraben, sagst du selber, naja, ich nutze aber die Bild, weil ich da über die und die Sachen gut informiert werde, wo ich mir sage, ja, aber was ist es dir mehr wert, dass du denen irgendwie noch Feuer gibst, dass sie sagen, ey, guck mal, wir werden trotzdem geklickt, oder dass du lieber einen Tag auf eine Information wartest, weil sie dann auch in einer seriösen Zeitung kommt? Kann ich dir ganz ehrlich sagen, dann klicke ich tatsächlich bei sicherheitsspezifischen Sachen oder Aspekten eher die Bild-Zeitung. Ich habe ein Beispiel, ist auch letztendlich durch die Medien gegangen, von daher ist es kein großes Geheimnis. Es gab ja einen Anschlag auf die
ICE-Strecke in Allersberg. So, jetzt muss ich mal parallel kurz gucken, dass ich nicht zu viel verrate, sondern nur das, was öffentlich verfügbar war. Genau, anschlagbar auf ICE mit Drahtseil. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war natürlich eine Thematik in 2018, Ende 2018, die nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Bahn erheblichen Maße beschäftigt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn es eine Informationssperre innerhalb eines, sag mal, Sicherheitspartnernetzes gibt, die Bild-Zeitung dir aber Screenshots zur Verfügung stellt als Leser von irgendwelchen Ermittlungsberichten, von irgendwelchen Täterstellungen beziehungsweise Analysen über, wer könnte der Täter sein. Und als allererstes, bevor das diese Information überhaupt in irgendeiner Art und Weise über deine Netzwerke geht, bekannt gibt, dass der Täter, der dieses Drahtseil an der ICE-Schnellfahrtstrecke gespannt hat, gestellt wurde, ein ISIS-Sympathisant ist, der nicht aus Deutschland kam, sondern aus Wien und auch dort offensichtlich mehrere, glaube ich, Straftaten oder zumindest Anschläge geplant hatte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann nehme ich diesen Mehrwert an Informationen gerne auf, weil ich kann sie nicht ignorieren, beziehungsweise was ist denn die Frage? Also was ist das denn das Ergebnis, wenn Ja, ich das Moment, ignoriere? aber Moment, aber das ist ja kein Mehrwert, sondern du hast die Information einfach nur Ich ein kann's, ich habe Zeitpunkt sie X schneller, die da. schneller, genau, die schneller zu einer Lagebeurteilung habe, weil ich ja letztendlich daraus ja dann auch wieder Maßnahmen plane. Also wenn es heißt, der Täter ist gestellt und ich habe beispielsweise erheblichen Kräfteeinsatz in dem Bereich geplant, dann kann ich. Aber mal ganz ehrlich, du machst doch eine Lagebewertung nicht aufgrund dessen, was die Bild-Zeitung schreibt. Das ist ja, als wenn du für eine Hausarbeit Wikipedia benutzt. Also Ganz, sorry, ganz, aber. ganz, ganz ehrlich, ja, doch, Medienbeobachtung ist Teil der Lagearbeit. Und da Ja, ich bin. Medienbeobachtung. Und Medienauswertung, das ist ja letztendlich auch. Und ich glaube, es gibt an bestimmten Stellen einfach auch eine gewisse Seriosität beziehungsweise Informationsgrad, den muss ich natürlich abstrahieren. Da muss ich jetzt darüber lesen, darüber hinweglesen, dass dann irgendwelche großen Ankündigungen oder dass wieder eine Verknüpfung zur Flüchtlingswelle hergezogen wird und dass Begriffe wie, weiß ich nicht, ISIS-Braut, Terrormensch oder sonst irgendwas genutzt wird. Aber die Informationen, die ich auf einer Metaebene bekomme, die sind für eine Lagebeurteilung unglaublich wichtig, weil ich weiß, was letztendlich da draußen passiert. Und das andere Thema ist ja, aber hey, was für ein Zufall, und das war überhaupt nicht geplant, aber ich habe ja dazu mein ganzes Webinar online gestellt, was Lagebeurteilung bedeutet. Das gehört ja auch letztendlich darauf, die eine Stimmung wahrzunehmen, was welche Stimmung da draußen ist. Und eine Stimmung kriege ich nicht dadurch hin, dass oder bewertet mit einem möglichen gegebenenfalls Einflussbereich auf meinen Zuständigkeitsbereich, wenn ich eine sachliche Dokumentation von irgendwelchen Sachverhalten habe. Da geht es um schnelle, prägnante Informationen und letztendlich auch Meinung. Und deshalb sage ich, Bild ist Meinungsmacher in einer einfachen Bevölkerungsschicht. Aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist diese Bevölkerungsschicht einfach unglaublich präsent in Deutschland. Das heißt, wenn das, was letztendlich die Bild schreibt, denken vielleicht 30% der Menschen, jetzt mal Pi mal Daumen gesagt, und das ist immerhin ein Drittel. Das heißt, das ist eine nicht zu unterschätzende Menge und Meinung, die dort letztendlich dann auch wieder aufgeputscht und aufgewiegelt werden kann. Deshalb sage ich ja, ich kann es nicht ignorieren. Ich muss es bewerten. Ich muss natürlich auch die einzelnen Artikel bewerten, aber am Ende des Tages, und das war ja die Meinung, die ich oder die Position, die ich dort beziehe, ich darf es nicht ignorieren. Deshalb fand ich das, um den Bogen zu schlagen, was du gerade gesagt hast, du Bachelor und Arbeit und Studienarbeit und ähnliches. Ich finde das total schwachsinnig, auch damals von den Hochschuldozenten, wenn sie sagen, ja, aber kein Wikipedia und keine Bild und kein Online-Quellen, sondern nur das, was in Büchern, jetzt mal ganz überspitzt dargestellt, dass nur das, was in Büchern steht, ist das wahre Wort, sehe ich tatsächlich anders, weil es darf nicht die ausschließliche Quelle sein, aber
Sie kann eine Basisquelle sein, auf der ich aufbaue und mir weitere Informationen hole von anderen Stellen. Ja, trotzdem. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass du der Bild-Zeitung nach Möglichkeit nicht noch Futter geben solltest. Also, kann jeder denken, wie er will drüber, aber diese Hetzen oder diese Meinungsmache, wie auch immer man das nennen will und wie das jeder für sich sieht, das ist nichts, was ich unterstützen will, indem ich auch noch deren Artikel oder deren Informationen für mich nutze. Einfach nur, um ein klares Statement zu setzen mit, nee, mache ich nicht, weil es mir zu doof. Ja, aber jetzt mal als Gegenbeispiel, wie du, oder als Frage an dich, wie du darauf reagieren würdest. Also wenn die Bild-Zeitung jetzt schreibt, ja, vielleicht hetzerisch und vielleicht auch mit Basis völliger Falsch- und Fehlinformationen. Ja, die Raphael Held GmbH verseucht das Grundwasser in Berlin und gleichzeitig schleppt das kleine Kinder in die Keller, um da, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Stoff, den sie da angeblich aus Kindern rausziehen, und zapft kleine Kinder an. Das kannst du ja nicht ignorieren. Nein, ich sage ja auch nicht, dass man es ignorieren soll. Ich sage ja auch nicht, dass der Drosten was falsch gemacht hat, damit, dass er das publik gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist genau in meinen Augen die einzig richtige Vorgehensweise, weil nur so kannst du halt festhalten, sage ich mal, dass nicht am Ende irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, so, naja, Moment, das hat der Drosten ja so nie gesagt. Von daher, ich finde das vollkommen in Ordnung, was er da macht. Und das soll er ja auch machen. So war das auch überhaupt gar nicht gemeint. Nur ich bin der Meinung, dass man als, wie gesagt, als, ich sag mal, breite Bevölkerung oder als, weiß ich nicht, Teil der Bevölkerung, man solchen Menschen oder solchen Institutionen nicht den Raum geben sollte, den sie bekommen. Einfach um klarzumachen, dass die Gesellschaft das nicht will. Und wenn die Gesellschaft noch nicht an dem Punkt ist, zu sagen, ja, nee, aber also so ein Blödsinn wollen wir hier nicht hören, dann sollte die Taktik oder das Ziel sein, die Bevölkerung davon wegzubekommen. Das mache ich nicht, indem ich dieses Medium mitnutze. Ob das jetzt eine Medienbeobachtung ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, meine Grundinformation ist, auf der ich meine komplette Beurteilung von Lagen, von meiner eigenen Welt, von meinem Wohnort mache, was auch immer, sei jetzt vollkommen dahingestellt. Aber ich bin der Meinung, man sollte sowas nicht durch Nutzung auch noch unterstützen. Wie gesagt, das kann aber jeder handhaben, wie er das möchte. Das ist ja, kann jeder machen. Das ist auch das Schöne, auch wenn es jetzt in der politischen, nein, nicht in der politischen Meinung, sondern in der Meinung der Demonstranten so ist, dass wir eine Einschränkung vom Grundgesetz haben und von Meinungsfreiheit, wobei ich das immer witzig finde, dass man, also ich kann mir Staaten vorstellen, in denen du keine Meinungsfreiheit hast, wo du dann aber auch nicht rausgehen darfst zu demonstrieren, dass du keine Meinungsfreiheit hast. Und deine Meinung dazu äußerst, warum du keine Meinungsfreiheit hast, aber sei es mal dahingestellt, wir können alle unsere Meinungen so haben, wie man seine Meinung halt auch letztendlich haben möchte. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich gebe dir recht, um das vielleicht abschließend zu sagen, man soll solche Praktiken nicht unterstützen, aber ich glaube, das ist letztendlich wie Teufelchen und Engelchen. Manchmal wirklich, wirklich schwierig, das zu bewerten, weil letztendlich, ist es auch irgendwie so ein bisschen ein Zwiespalt, weil wenn es dir dann doch einen Mehrwert geben kann aus bestimmten Sachen, dann ist es letztendlich eine Abwägung dazwischen, was der Mehrwert ist. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt hinstelle, als wenn ich, weiß ich nicht, der Samariter vor dem Herrn bin. Also, das ist ja, weiß ich nicht, da gibt es so viele Beispiele für, wo Leute irgendwas anprangern. Da gab es sogar mal so ein witziges Bild, ich glaube, das hatte ich mal auf Facebook gesehen. Da war auch ein Punk, war drauf zu sehen mit seinem, ich glaube, Rucksack oder seiner Jacke, wo drauf stand von wegen, ich glaube hier, fuck Capitalism. Witzigerweise stand er aber in der Schlange bei McDonald's. Ja, Kapitalismus. Ich habe das in, ich glaube, es war in Schottland selber gesehen, wo es dann auch heißt, nur oder pro für Veganismus und sowas, veganes Essleben und sowas, und stand auch in McDonald's. Ja, ja. Ja. So, also, weißt du, das ist dann halt so eine Doppelmoral. Ich will nicht sagen, dass ich davon frei bin. Mit Sicherheit, ohne dass es mir auffällt, gibt es bei mir da genauso eine Sachen. Aber ich finde, da, wo es einem
sag mal, deutlich oder wo es einem auffällt, muss man das ja nicht auch noch betreiben. Nein, Also. das ist richtig. Also man muss keine Busenblitzer-Fotos angucken. Vielleicht dadurch, dass man, vielleicht ist das so ein abschließender Satz, den ich jetzt zum dritten Mal bringen möchte. Aber vielleicht Nein. ist das, indem du eine bestimmte Priorisierung auf bestimmte Themen machst, Warte, auch bei der Bild-Zeitung. bevor du den Satz bringst, aber genau das ist ja auch, also klar, man verdient damit irgendwie Geld, aber genau das ist ja der Fehler an der Sache, weil die Bild-Zeitung der Meinung ist, sie ist nicht oder sie ist nicht verantwortlich dafür, was die sogenannten Bildreporter, die es ja immer gab, denen zuschicken. Aber genau das ist doch der Grund, warum die Leute alle so geil drauf sind, sich irgendwelche, also mit ein Grund, warum die Leute darauf so geil sind, sich bei einem Unfall möglichst gute Fotos zu schießen, am besten die Leiche noch mit einem High Five abzuklatschen. Dass genau so eine Scheiße doch in Zeitungen auch noch dargestellt wird. Warum kann es nicht ausreichen, dass man ein Foto oder auch ein Archivfoto von einem verunfallten Fahrzeug sieht? Weiß ich nicht, von mir aus noch mit den Rettungskräften drumherum und man dazu schreibt, ja, es gab den und den Unfall, es sind die und die Personen verletzt, getötet, was auch immer worden, die Polizei ermittelt dazu. Warum muss ich immer das geilste, tödlichste, blutigste Bild davon haben? Das Aber verstehe ich nicht. dann machen wir jetzt mal die Rundumschelte. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem und ich stelle es ja fest, was mache ich denn? Das, was die Nachrichten ja auf meinem Facebook-Kanal sind oder darstellen, ist ja letztendlich ein Teil einer Medienbeobachtung, einer Medienauswertung mit den unterschiedlichsten Tools und Möglichkeiten. Was ich dort Denke aber immer mehr feststelle, ist, wenn du wirklich seriösen Qualitätsjournalismus lesen möchtest, online lesen möchtest, dann versteckt er sich immer öfter hinter einer sogenannten Paywall. Also du hast einen wirklich guten Artikel, der aufklärt, der informieren soll, der vielleicht auch Missstände ankreiden soll und der versteckt sich hinter einer Paywall. Also natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, okay, Journalismus kann nicht kostenlos sein, kann auch im Internet nicht kostenlos sein. Auf der anderen Seite, wenn ich aber wirklich dieses Ziel habe, guten Journalismus zu betreiben und die Leute zu informieren und auch darüber aufzuklären über bestimmte Aspekte, dann kann das nicht hinter einer Paywall sein, weil sonst die Leute genau das machen, was wir zuvor ja auch beide zu Recht vielleicht auch kritisiert haben, nämlich die rennen dann zur Bild-Zeitung, zur BZ, zu weiß ich nicht was, diejenigen, die wirklich sagen, okay, mir ist das, ich krieg das über die Klicks und Ähnlichem hin. Und da finde ich, da hat die Ja. Bild-Zeitung eine relativ, nicht die Bild-Zeitung, Verzeihung, der Spiegel, auch wenn man dann über deren Seriosität nochmal an einer anderen Stelle diskutieren müsste, aber der hat der Spiegel aus meiner Sicht eine sehr, sehr clevere und sinnvolle Lösung gefunden. Wenn du jetzt auf den Spiegel, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn du auf eine Seite vom Spiegel gehst oder einen Artikel lesen möchtest vom Spiegel, dann wirst du zuerst gefragt, möchtest du dafür zahlen, also über dein Abo oder dein, oder stimmst du zu, dass du Werbung bekommst? So, und dann ballert dich, dann, wenn du sagst, okay, ich möchte diesen Artikel gerne lesen, möchte aber dafür nicht zahlen, dann ballert dich der Spiegel dorthin da zu diesem Artikel, den du dann wirklich frei lesen kannst, aber voll zu mit Werbung. Na klar, weil der über eine andere Art und Weise praktisch auch diese Recherche und diesen Aufwand generieren muss und auch bezahlen muss dadurch letztendlich. Und ich finde, das ist in Zeiten, wo ich keine bessere Lösung habe, tatsächlich eine sinnvolle Lösung. Ja, aber sich, also stimmen wir auf der einen Seite gut, dass Informationen zugänglich sein sollten. Auf der anderen Seite, finde ich, kannst du aber nicht von Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Nachrichten in die Welt zu tragen und da einfach laufende Kosten für haben, kannst du von denen nicht verlangen, dass alle ihre Informationen sie kostenlos zur Verfügung stellen. Das wäre jetzt vergleichbar, als wenn ich dir sagen würde, naja, nur weil du Sicherheitsberater bist, heißt das ja nicht, du darfst Geld dafür nehmen, weil Sicherheit ist ja eigentlich Grundbedürfnis aller Menschen. So, warum nimmst du nur Geld dafür, dass, obwohl du das studiert hast und einfach mehr darüber weißt, warum nimmst du jetzt dafür Geld? So, von daher finde ich das mit der Paywall grundsätzlich nicht verkehrt. Zugegebenermaßen, ich nutze das auch nicht. Wenn bei mir irgendwelche Artikel aufploppen, wo es heißt, ne, da müssen sie aber 2,90 für zahlen, sage ich auch, nö, dann lese ich es halt nicht. Das ist natürlich durchaus auch ein Grund, warum der Zulauf bei einer Bild höchstwahrscheinlich so groß ist oder bei einem anderen Medium, das nicht bezahlt werden muss, weil die Leute keinen Bock haben, Geld für auszugeben. Kann ich auch nachvollziehen. Ich muss mir zum Beispiel auch kein Disney Plus anschaffen, weil ich Netflix nutze und Amazon Prime oder ein Amazon Video, wie auch immer du das nennen willst, und ich es einfach nicht einsehe, für bestimmte Filme nochmal Geld auszugeben. Und ich sogar darüber nachdenke, ob ich mir nicht sogar
Netflix sparen kann oder ein Amazon Prime oder was auch immer. Aber deswegen grundsätzlich zu sagen, ja, nee, aber dass das eine Paywall ist, das ist falsch, halte ich wiederum für falsch. Weil diese Unternehmen müssen sich irgendwo produzieren. Das waren normalerweise immer die Printmedien. Printmedium stirbt aber nun mal aus. Das ist, denke ich, eine Tatsache, die jeder beobachten kann und wo mir wahrscheinlich durchaus einige Hardcore-Fans nicht zustimmen werden, aber der Großteil zustimmen wird, dass Printmedien immer weniger, ich sag mal, ja, Wichtigkeit bei uns hat, weil einfach viele über Internet lesen. Da muss man sich ein neues Geschäftsmodell ausdenken. Das neue Geschäftsmodell ist halt, ja, du kannst bestimmte Artikel lesen, andere Artikel kannst du nicht lesen. Und ich kann mir, auch wenn der Spiegel es so vormacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Spiegel seine kompletten Einnahmen oder seine kompletten Kosten nur durch Werbung decken könnte. Da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der sagt, nee, das ist mir zu doof, hier dauernd Werbung zu kriegen. Ich bezahle dann jetzt halt die, keine Ahnung, Ja, na 2,50 € klar. oder was es sind im Monat, damit ich hier lesen kann. Ich denke mal, dass das nochmal einen ganz großen Anteil damit reinspielt, wobei der Spiegel, glaube ich, als, ich glaube, zweiwöchentliche Zeitschrift, wenn ich mich nicht irre. Oder war Ja, das der irgendwie. Stern? Ich weiß nicht, aber quasi auch noch als Zeitschrift, glaube ich, nochmal einen etwas anderen Stellenwert hat als eine täglich neu erscheinende Zeitung wie eine Frankfurter Allgemeine. Ich glaube, die Bild kommt auch täglich, ne? Die Ja. Berliner Zeitung kommt ja auch täglich. Ich glaube, die haben nochmal einen anderen Kostenfaktor als ein Magazin wie soweit ich weiß, war der Spiegel immer ein Magazin und wie der Stern, der Fokus, das sind ja alles Magazine, die ja nicht auf täglicher Basis kommen. Ja, also von daher spannendes Thema, absolut. Ich verweise gerne, ich mache mir jetzt mal ein bisschen interne Werbung auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal, die Sicherheitsphilosophen, ist das Webinar zur Lagebeurteilung hochgeladen. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da beschreibe ich auch so ein bisschen das Thema, was Medien für einen Einfluss auf eine Lagebeurteilung haben können und auch ein Sicherheitskonzept letztendlich. Ich verlinke das jetzt hier in diesem Video auch nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unseren Quickie-Themen, ne? Genau, die ersten 5 Minuten von dem Webinar könnt ihr euch auch kostenlos angucken, danach müsst ihr euch anmelden für eine Paywall. Nein, Quatsch, Spaß. Willst du anfangen oder Ich soll ich? kann anfangen, ja, soll ich anfangen? Ich fange an. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar sicherlich nur ein punktuelles Lichtblitz, aber Ein punktuelles Lichtblitz, Mensch, die Grammatik ist heute auch wieder wirklich auf dem Licht. Punkt, ey. Richtig, das ist faszinierend, unsere Spracherfindung hier. Ich hoffe, einer von unseren treuen Zuhörern hat ein Glossar entwickelt und schenkt uns das zu. Wir haben heute Jubiläum, ne? 20. Folge. Fällt mir gerade an dieser Stelle ein. So lange hört ihr uns schon Was zu. ist jetzt an 20. Folge ein Jubiläum? Ich Weil dachte, wir da die fängt man. 10. noch nicht gefeiert haben. Ja, aber ich dachte, ein Jubiläum fängt man so bei 50 an oder 10 Jahre, 100 Jahre, irgendwie Wir sowas. runden heute. Unser Podcast rundet. Ich runde diese Woche noch. Du rundest in ein paar Nein. Wochen. Pavo, ja, das ist aber. Und durch Corona sind wir sowieso alle rund geworden. Von daher ist das, Ach, hör mir auf. ein Jubiläum, das wir diese Woche feiern. Ja, jedenfalls auch kein Jubiläum, weil auch keine Überraschung hat das Hauptzollamt Rosenheim, und zwar dort der Bereich der, jetzt bin ich voll draußen, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, so, seinen Jahresbericht vorgestellt. Und welch Wunder, stand insbesondere das Wach- und Sicherheitsgewerbe 2019 im Fokus der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Man hat vor allem beanstandet, dass teilweise drastische Missstände dort zu verzeichnen sind. Zwischenzeitlich waren bis zu 50 Unternehmen, das muss man sich mal, also man muss sich mal reingucken, das könnt ihr auf der Homepage machen, das erzähle ich jetzt hier gar nicht, wie klein eigentlich im Vergleich zum restlichen Deutschland der Einflussbereich oder der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Rosenheims ist und dass dort 50 Unternehmen Gegenstand von Prüfungen oder Ermittlungen des Hauptzollamts waren. Und dass aus 2019 heraus immer noch gegen 20 Personen Ermittlungen wegen Sozialversicherungsbetrugs oder Beihilfe dazu laufen. Was mir dazu eingefallen ist, und das fand ich ziemlich witzig, wenn du dich daran erinnerst, in der dritten Podcast-Folge haben wir doch über die Razzia in der Allianz Arena gesprochen. Ja. Und dass dort die Mitarbeiter oder dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter beim Eintreffen der Kontrollbeamten abgehauen sind. Auch das wird hier tatsächlich nochmal aufgeführt, nämlich als wirklich Negativbeispiel, dass sie zusammen mit der Gewerbeüberwachung des KVR München im Sommer 2019 im Rahmen des Audi Cups diese
Überprüfung durchgeführt haben. Und auch dort, und das betonen Sie hier nochmal, das war ja relativ, die Abschlusszahlen gab es ja damals noch nicht in diesem Podcast, aber dass auch dort immer noch, oder das Ergebnis dort, 50% sind abgehauen und bei jeder zweiten zu kontrollierenden Person wurde ein Verstoß gegen sozialversicherungsrechtliche, ausländerrechtliche oder gewerberechtliche Bestimmungen festgestellt und ermittelt. Also wirklich Respekt, finde ich, hammerhart, dieses Ergebnis. Und zeigt einmal mehr, dass tatsächlich solche Razzien und Ermittlungen wirklich Gold wert sind. Ja, im Endeffekt ist das ja immer, also ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir das mal, von irgendwem habe ich das geklaut, der meinte auch, das ist ja im Endeffekt Betrug bzw. Kriminalität an der Gesellschaft. Ist es ja auch. Also es werden ja letztendlich Steuergelder vorenthalten, die an anderer Stelle benötigt werden. Genau. Wobei es mich tatsächlich gar nicht so stark wundert. Ich hatte das in meiner Zeit, als ich auch noch aktiv, aber sagt man, ja doch aktiv im Veranstaltungsschutz unterwegs war, da hieß es auch von einer Person, die stärker in der Firma drin steckte, für die ich gearbeitet habe, wo es auch hieß, ja, wie gesagt, unter Vorhaltung, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, ich habe das nie geprüft und wollte das auch nie prüfen, aber da hieß es auch, ja, teilweise setzen wir Mitarbeiter auf Positionen, die sie nicht ausfüllen können, weil sie die Berechtigung oder die Qualifikation dafür nicht haben und das entsprechende Bußgeld dafür nehmen wir dann halt einfach hin, weil wir können es uns leisten, so nach dem Motto. So. Da dachte ich mir dann. Entschuldigung. Nein, du wolltest doch den Gesagt zu Ende bringen oder den Gedanken. Also wenn ich sowas höre, stellt sich halt die Frage, okay, also deswegen finde ich es halt so gut, dass es diese Prüfung gibt, auch durch das Hauptzollamt oder durch die verschiedenen Zollämter oder Finanzämter, wie auch immer. Deswegen finde ich es grundsätzlich auch gut, dass es halt auch diese Gewerbeprüfung gibt. Die gibt es ja jetzt, das hatte ich ja schon mal angerissen, dass hier die ganzen Bars in Berlin sich drangsaliert fühlten von der Polizei und den Finanzämtern, obwohl sie jedes Mal irgendwelche Sachen festgestellt haben, die nicht in Ordnung waren. In vielerlei Hinsicht waren das ja, Steuerprobleme bei der Tabaksteuer von dem abgesetzten Tabak. Deswegen finde ich das nicht verkehrt und umso wichtiger, wenn man dahingehend häufig geprüft wird, wenn es da einzelne Unternehmen gibt, die sich sagen, so, ja gut, ich habe aber nicht das Personal dafür, da setze ich jemand anderen hin und gut, dann kostet mich das halt, keine Ahnung, 20.000 Euro Strafe und dann zahle ich die halt, kann ich mir leisten. Daher sollen sie öfter machen, in meinen Augen. Bist du in deinem langen Leben jemals kontrolliert worden vom Zoll? Ja, tatsächlich. Also auch zu meiner Zeit, als ich operativ, das Wort hat mir vorhin gefehlt, als ich operativ in der Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe. Und das war witzigerweise, war das mein erster Dienst, nachdem ich meine Sachkundeprüfung bestanden hatte. War auf einer Messe hier in Berlin. Und habe mir, ich war schon im Dienst, aber so richtig meine Position eingenommen hatte ich noch nicht, weil ich für einen Stand gearbeitet habe. Da ging es um so einen Zutrittsbereich für die Verkäufer, so ein bisschen mit Bistro-Gedanken im Hintergrund. Da sollte halt nicht jeder reinlaufen, deswegen hatten die sich vorne jemanden hinstellen lassen. Und ich glaube, ich habe eine Kollegin abgelöst, die stand da noch und hat mir kurz gesagt, was quasi so Phase ist. Dann habe ich sie darum gebeten, noch 2 Minuten stehen zu bleiben, damit ich mir die Größe des Standes und einfach die Umgebung einfach mal kurz angucken kann, damit ich so einfach ein Gesamtbild habe. Auch was mit Ausgängen ist, ob man irgendwie anders noch an den Stand rankommt oder ob das der einzige Zugang ist oder ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, dass man quasi ungesehen noch irgendwie rankommt oder sowas. Und bin gerade dabei, über diesen Stand zu laufen, als eine Person, also auch eine zivilgekleidete Person, auf mich zugerannt kommt. Und ich dachte mir noch so, also es rannte in dieser ganzen Halle kein einziger Mensch, weil es war halt Messetag. So, warum sollte man rennen? Jeder wusste quasi, wo er hin will. Und nur diese eine Person rannte direkt auf mich zu. Und ich dachte, tackelte dich um. Nee, das nicht. Aber ich dachte mir, warum rennt der denn? Dann blieb er auch vor mir stehen, hielt mir seinen Ausweis hin und sagte, ja, Gewerbekontrolle, ich hätte gerne mal ihren Personalausweis und
Personalausweis wollte und der wollte noch irgendwas haben. Ah ja, den Dienstausweis, genau, den hatte ich. Der hing, glaube ich, aber sowieso an meinem Sakko, von daher halb so wild. Dann habe ich ihm halt auch alle Sachen gezeigt, mir, ja, und wollte noch persönliche Daten von mir haben, fragte auch, ob ich sachkundig bin. Und da hatte ich ihm auch gesagt, so, ja, sicher, ich bin sachkundig, kann ich Ihnen sogar ein Foto von zeigen, hatte ich letztens erst fotografiert, weil, wie man das damals schon gemacht hat, habe ich das quasi, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das damals auf Facebook sogar gezeigt. Oder gepostet, meinte, ich habe davon sogar noch ein Foto. Nee, nee, brauchen wir nicht, das fragen wir selbstständig ab. Er wollte nur wissen, ob das jetzt so ist. So, und das war tatsächlich, wenn ich richtig überlege, ich glaube, die einzige Kontrolle, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte sein, dass ich im Olympiastadion nochmal kontrolliert wurde, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das war auf jeden Fall auf der Messe das erste Mal, und das war, glaube ich, 2 Tage oder sowas, oder ja, doch 2, 3 Tage, nachdem ich meine Sachkundeprüfung tatsächlich bestanden hatte, ist das quasi passiert. Darf ich mal provokant fragen, ob du, also war das jetzt Glück für dich, für deinen Arbeitgeber, oder warst du vorher tatsächlich auf Positionen eingesetzt, die, Also den Arbeitgeber, der so wie andere Mitarbeiter es gesagt haben, wie gesagt, ich habe dafür keine Belege und ich habe es auch nie geprüft, das hin und wieder wohl mal hingenommen hat. Ich habe den Arbeitgeber nur so erlebt, dass er Leute auch wirklich nur da eingesetzt hat, wofür sie auch qualifiziert waren. Also wenn sie keine Sachkundeprüfung hatten oder was Höheres, dann wurden sie auch nicht auf Sachkundepositionen eingesetzt. Das war immer der Eindruck oder das, was ich bei denen erlebt habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe nicht jede Veranstaltung, die die gemacht haben, begleitet. Die haben relativ viele oder begleiten relativ viele Veranstaltungen. Und ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben, wenn ihnen plötzlich noch jemand abgesprungen ist, beziehungsweise wenn sie für irgendwelche Positionen jemanden gefunden haben. Das weiß ich alles nicht. und wie man mit Subunternehmern umgegangen ist. Oder ja, oder wie man mit Subunternehmern umgegangen ist, das weiß ich alles nicht. Da war ich nicht drin. Wie gesagt, ich war operatives Personal. Ich habe mit denen telefoniert, wenn es um Job ging, bin zu dem Job hin, habe meinen Job gemacht und der Rest war mir mehr oder weniger gelinde gesagt egal. Außer es ging jetzt um irgendwelche Diskussionen mit den Einsatzleitern oder mit anderen Leuten, die nicht mal mehr wussten, was ein Jedermannsrecht ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sonst so, wie gesagt, habe ich den Arbeitgeber nie so erlebt, von wegen, dass er Leute auf Positionen einsetzt, wo die keine Schnitte von haben. Also von daher, also ich wusste, man konnte, wie war das? Man konnte auf der Messe sonst, glaube ich, nicht arbeiten oder nur in einem bestimmten Bereich arbeiten. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wie gesagt, das war eine meiner ersten Tätigkeiten mit Sachkunde und da bin ich auch gleich kontrolliert worden, aber danach bin ich der Meinung nie wieder. So. Ja, so ist das. Bist du schon mal kontrolliert worden? Nein, nein. Ich habe immer wieder so am Rande mitbekommen, dass in dem Unternehmen, wo ich tätig war, mal hin und wieder eine Kontrolle gab, Ach aber doch, ich bin noch mal kontrolliert worden. Jetzt fällt es echt? mir wieder. Ja, Ja, doch. erzähl. Das war in der, da habe ich in der O2, in der damals noch O2 World gearbeitet. Also ungefähr welches, ja, so dass wir das mal so ein bisschen hier auch einordnen können. Du stellst Fragen. 13, 14. Nee, das muss noch davor gewesen sein. Oder? Obwohl, nee, 13, 14 könnte sogar passen. Kenn dich zu gut und deine Biografie. Ja, ich habe gerade überlegt, wann ich meinen Abschluss gemacht habe, deswegen konnte ich jetzt ungefähr. Deshalb bin ich auch auf 13, 14 gekommen, dass das Ja, so ich war diese gerade bei Richtung 11, sein aber das, könnte. ich war gerade bei 11, aber 11 habe ich nicht meinen Abschluss gemacht, sondern hab ich damit erst angefangen. Das habe ich gerade durcheinander geworfen. Nee, es Wir könnte hatten ja schon 13. zusammen studiert. Es könnte durchaus 13, 14 gewesen sein. Wie gesagt, genau weiß ich es nicht. Und da hat man die Thematik in der O2 World so gehabt, dass quasi direkt an der Eingangstür stand derjenige, der die Karten kontrollierte oder scannte, wie auch immer. Das war dann quasi auch immer eine Position, die als Servicekraft eingesetzt wurde. Und dahinter standen dann quasi diejenigen, die die Taschen nachschauten oder die Personenkontrollen durchführten. Und das waren, so habe ich das zumindest in Erinnerung, regelmäßig oder immer Leute mit einer Sachkunde, so wie es halt auch gefordert ist. Hat man, finde ich persönlich, an dieser Stelle relativ schlau gelöst, weil die Leute ja mit quasi Einscannen des Tickets auf jeden Fall die AGB und die Zugangsbestimmung akzeptiert haben, sodass eine Diskussion im Nachgang, warum haben Sie Alkohol dabei, ja, warum darf ich denn nicht, sich relativ einfach gestaltet haben mit, ja, Sie sind doch im Haus, da vorne hängt die Karte und Sie haben Ihre Karte scannen lassen, Sie haben das alles akzeptiert, also Sie können jetzt wieder gehen oder aber Sie spielen mit.
Und da hatte ich, ich glaube, da hatte ich dann sogar noch zwei oder dreimal. Also einmal weiß ich ganz genau, da war ich auch mit dabei. Da haben sie wirklich alle kontrolliert, die Personenkontrollen bzw. Taschennachschauten gemacht haben. Da wollten sie von allen den Dienstausweis und den Personalausweis haben. Haben sich halt die Daten notiert etc., haben dann halt ihre Abfragen gemacht. Das weiß ich. Ein anderes Mal haben sie nur einen Teil von den Leuten kontrolliert. Das habe ich mitbekommen am Rande, weil ich das gesehen habe. Und weil bei mir lustigerweise einer stand, der zu doof war, seinen Personalausweis und seinen Dienstausweis mitzunehmen. Als sie ihn gefragt haben, wo das Zeug ist, hat er gesagt, ja, in der Umkleide. Wobei eigentlich die Richtlinie relativ klar war, dass der Dienstausweis im Dienst mitzuführen ist. Der musste dann schnell hinterrennen und sein Zeug holen. Da wollten sie damals aber nichts von mir wissen. Und wie gesagt, aber einmal war auf jeden Fall bei, wo sie von allen, während wir den Einlass gemacht haben, lustigerweise, also Parallel. mitten im Geschäft, wollten sie dann plötzlich von uns die ganzen Daten haben. Da kam dann der Einsatzleiter rum, hat das halt so ein bisschen koordiniert. Die waren relativ, ich sag mal, umgänglich. Das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, jetzt hier sofort und gleich und mir ist egal, ob jetzt bei ihnen noch irgendwie was zu tun ist oder nicht. Also die waren da sehr kooperativ, sage ich mal. Wir haben uns dann irgendwie, ich sag mal, im überschlagenen Wechsel haben wir uns da alle rausgelöst, sodass Leute, die ihr Zeug wieder nicht bei hatten, es schnell holen konnten. Wahlweise die Leute, die ihr Zeug bei hatten, ich so auch, quasi ihre Sachen kurz abgeben konnten, das zurückgekriegt haben und dann wieder auf ihre Position gegangen sind, weiterarbeiten konnten. Mensch, da bist du 200% häufiger kontrolliert worden als ich. Ja, mindestens 200. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie oft ich in der O2 World kontrolliert wurde. Ich bin der Meinung, einmal selber und zwei oder dreimal habe ich es beobachtet. Und dann halt das eine Mal auf der Messe. Aber, genau. Also häufig habe ich es auch nicht erlebt. Wie gesagt, das Joa, ist. das ist vielleicht häufiger als manch andere. Tatsächlich habe ich dann aber in meiner Zeit in Krefeld hatte ich tatsächlich mal den Fall, dass der Zoll oder dass meine Mitarbeiter im Empfang mich anrief. Da war ich dann quasi, ich sag mal, in der leitenden Funktion eines Werkschutzes. Und da rief mich der Empfangsmitarbeiter an und sagte, ja, der Zoll steht hier und würde gerne mit Ihnen sprechen. Dann habe ich nee, abgeholt habe ich die gar nicht. Die habe ich mir hochschicken lassen. Und die Was, wollten der dann. Pöbel, den wird ja auch nicht Ja, abgeholt. nee, das war eine relativ doofe Eingangssituation, deswegen war das immer so ein bisschen doof, da musstest du das Haus wechseln. Und Den da war das Zoll muss sogar man auch so. nicht laufen. Und da standen dann, ich glaube, es waren, nee, das waren, glaube ich, drei Zollbeamte, standen vor mir und wollten Informationen zu unserem Sicherheitsdienst haben, also unserem Dienstleister, den wir neben unseren eigenen Mitarbeitern noch unter Vertrag hatten. Und haben dann alle möglichen Daten bei mir abgefragt, wo ich denen aber leider relativ wenig Informationen geben konnte, so wegen Scheinbeschäftigung und etc. Die waren ja nur über, lass mich lügen, Werkvertrag war das, glaube ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Die waren ja irgendwie angestellt, es gab nur, damit du genau dieses Arbeitnehmerüberlassungsproblem nicht hast, gab es eine benannte Person, mit der wir gesprochen haben. Von unserer Seite gab es eine benannte Person, die mit der gesprochen hat. Und so wurden die Aufträge immer quasi weitergegeben. Dementsprechend hatten wir über diese Mitarbeiter keine Informationen oder auch über dieses Unternehmen keine Informationen, die der Zoll da haben wollte. Ich habe denen das halt gesagt, habe gesagt, ich habe die Informationen nicht, weil wir die nicht haben dürfen nach Arbeitnehmerüberlassung. Nach diesem Gesetz, dann müssen sie leider zu den Personen selber hin und habe ihnen halt die entsprechenden Ansprechpartner, die auch meine Ansprechpartner waren, für das Vorortgeschehen benannt und habe ihnen gesagt, hier, sie können da gerne rüberfahren, ich kann sie auch gerne anmelden, wahlweise melde ich sie halt nicht an, falls sie die überraschen wollen, keine Ahnung. Da waren sie auch relativ schnell einsichtig und sind dann von meiner Position aus auch nur wieder abgedampft. Haben dann, ich glaube, die haben das halbe Werk abgefahren, haben fast jeden Zugang, haben die, glaube ich, kontrolliert, wenn ich mich nicht irre. Also, das kam zwei, dreimal vor, wobei mir das relativ Wumpe war, weil wir jetzt als Auftraggeber relativ wenig damit zu tun hatten. Aber das war so das einzige Mal, dass der Zoll vor mir stand und von mir irgendwelche Infos haben wollte, wo ich ihm leider nicht helfen konnte. Sehr schön. Ja, du hast gerade die Zeit eingeblendet und ich würde gerne mit dir heute wirklich noch mein Hauptthema diskutieren. Von Lass daher, uns doch, genau, dann lass uns doch die restlichen Quickies einfach verschieben. die sind Lass auch uns. total unwichtig. Ja, ich finde das eine Thema hier mit der Gewalt finde ich jetzt nicht so.
Viel Also, Gewalt ist für jetzt nicht so wichtig. finde ich nicht unwichtig. Also der Artikel, also für die Dann erzähl das doch mal schnell, Zuhörer. dann hast du deinen zweiten Quickie und dann gehen wir zum Hauptthema rüber. Na gut. Also, es gibt hier einen Artikel vom Ärzteblatt, der darum geht, dass immer mehr oder innerhalb der Corona-Krise deutlich stärkere Gewalt gegen Gesundheitspersonal ausgeübt wird. Das hätte der Weltärzteverbund festgestellt, unter anderem. Was ich jetzt leider hier ein bisschen doof finde, ist, man geht hier von keinen Zahlen aus, sondern es wird hier halt nur darauf hingewiesen oder es wird nur gesagt, ja, Ärzte, Krankenschwestern sind quasi an vorderster Front, um zu helfen. Merkt halt nicht jeder, sondern bei einigen führt es nur dazu, in einigen Ländern, hier werden nicht mal genaue Länder bezeichnet, sondern nur auch so in den USA und Australien, richtet sich Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte aufgrund der jetzigen Pandemiesituation oder aus welchen Gründen auch immer, steht hier nicht so genau. Man bringt es halt in Verbindung mit der Pandemie und sagt halt auch, dass sie durchaus verstehen, wenn das durch Angst, Panik und Fehlinformationen zustande kommt. Leider, wie gesagt, keine Zahlen. Habe ich das überlesen? Nö, leider keine Zahlen. Was jetzt genau bedeutet Gewalt gegen Gesundheitspersonal, wobei ich ja auch nach wie vor der Meinung bin, dass es scheißegal ist, ob da eins steht, ob da drei steht. Man sollte nicht gegen Einsatz- und Pflegekräfte oder Einsatz- und Gesundheitskräfte vorgehen, zumindest gewalttechnisch. Nicht so lange Artikel 20 Grundgesetz uns dazu nicht aufruft. Finde ich eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht, schade, klingt irgendwie falsch. Finde ich aber sehr enttäuschend, wenn man hört, dass diejenigen, die sich momentan in dieser Pandemiezeit am meisten darum kümmern, dass irgendwie alles läuft, dass dann auch noch von welchen Leuten auch immer, mit welcher Motivation auch immer angegriffen werden, finde ich irgendwie ein bisschen. Nein, belassen wir es bei schade. Ja, mir würden da auch andere Worte einfallen. Aber gut. Ja, wir haben es groß angekündigt. Hauptthema heute seit, ich weiß gar nicht, seit der dritten oder vierten Folge endlich mal wieder ein Thema, worüber wir diskutieren wollen. Und ich überrasche dich tatsächlich, weil das Thema habe ich jetzt alleine mal vorbereitet. Deshalb würde ich das gerne auch in so einem Frage-Meinungs-Gesprächs-Statement-Format mit dir besprechen und diskutieren. Und ich würde, weil es mich unglaublich beschäftigt in den letzten Monaten eigentlich schon, über das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung, Image und wie sieht sich die Sicherheitsbranche eigentlich selber diskutieren. Warum sage ich jetzt gerade, dass das jetzt für mich heute so wichtig ist und weil es aufploppt, nicht, weil es eigentlich ganz wenig andere Thema immer noch in der Corona-Krise gibt. Aber die Corona-Krise an sich war für viele aus der Branche gefühlt und auch wahrscheinlich auch objektiv belegbar, wenn man sich diese Motivation hat, die Berichte und Meldungen dazu auszuwerten, ein Grund, um die Bedeutung der Sicherheitsbranche immer wieder zu betonen, dass wir ein verlässlicher Partner der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind, dass wir ein Standbein der inneren Sicherheit sind. Und dass wir unbedingt systemrelevant oder als systemrelevant erklärt werden müssen. Wie schauen aber da die Fakten aus? Ist, dass der einfache Fakt ist, wir sind weiterhin im Gewerberecht zu finden, zu verankern. Wir sind letztendlich, stehen da rechtlich gesehen auf auf derselben Ebene wie Einzelhändler, Handwerker, reisendes Gewerbe etc. Wir haben immer noch nicht, obwohl das in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Und was ich als stärkstes Argument dagegen finde, darüber haben wir ja auch schon diskutiert, bei den ersten Problemen, die entstehen, fordern wir die Minimalanforderungen, die der Paragraph 34a Gewerbeordnung gibt, auszusetzen. Gleichzeitig aber jubeln wir, wenn wir endlich als Branche als systemrelevant anerkannt werden, wobei dann keiner so hinterfragt, warum eine ganze Branche denn eigentlich systemrelevant sein muss. Ist es jetzt der Ladendetektiv bei Kaufland genauso systemrelevant wie ein Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur? Und was wir auch in dieser Form schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, diese ganzen Thematik von martialischen Bildern in den sozialen Medien,
wo sich Sicherheitsmitarbeiter präsentieren und demonstrieren mit einer Ausrüstung, wo man sich fragt oder wo man zum Ergebnis kommt, auch wenn ich nicht bei der Bundeswehr war, da wäre die Bundeswehr in damaligen sowie in heutigen Zeiten echt neidisch. Der tatsächliche Dienst, also Objektschutz, Werkschutz, ist ganz wenig präsent. Und natürlich der Allgemeinumstand, dass wir seit 2009 von der Innenministerkonferenz als Säule der inneren Sicherheit erklärt wurden, aber 11 Tage später immer noch beim Bundeswirtschaftsministerium angegliedert sind. So, das vielleicht mal so als Roundup und Aufwärmphase. Und deshalb würde ich tatsächlich mal die erste Frage in deine Richtung stellen, um die Diskussion damit mal zu starten. Dieses ganze Bild Eigen- und Fremdwahrnehmung, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, schwarze Schafe und Schmuddelgewerbe und ihr seid ja sowieso alles nur Türsteher. Mehr mal so provokant gefragt in deine Richtung, müssen wir uns eigentlich für irgendwas schämen, für den Ist-Stand, den wir eigentlich darstellen? Warum wollen wir denn eigentlich immer was anderes sein, als wir tatsächlich sind? Erstmal Gegenfrage von meiner Seite. Was definierst du als Sicherheitswirtschaft? Sag mal, das klassische 34a Sicherheitsgewerbe, okay, dann lass es nicht Sicherheitswirtschaft nennen, da zählt ja noch viel mehr dazu, aber ich sag mal, das Sicherheitsgewerbe, Bewachungsgewerbe. Ah. So, jetzt nochmal zur Frage zurück. Müssen wir uns dafür, also der Tenor, den ich immer wieder mitbekomme, ist, dass wir etwas sein wollen, was wir im Kern eigentlich als Sicherheitsgewerbe nicht sind, sei es systemrelevant. Sei es, dass nicht 50% unserer Dienstleistung aus Objekt- und Werkschutz besteht, sondern aus den martialischen Sicherheitskräften, die du dann in den sozialen Medien siehst, dass wir vielleicht uns selber wichtiger nehmen, als wir tatsächlich sind, weil wir im Paragraph 34a immer noch im Gewerberecht verankert sind. Und da die Frage, okay, wenn wir was anderes sein wollen, als wir sind, müssen wir uns eigentlich dafür schämen, was wir sind oder warum wollen wir denn was anderes sein? Also warum wollen wir was anderes sein? Würde ich jetzt einfach mal ganz stumpf sagen, Entwicklung ist nun mal so, weiterentwickeln will. Ob das jetzt, nein, wie fange ich das besser an? Also wir müssen uns nicht, oder was heißt wir? Ich meine, wir sind nach deiner Definition derzeit, oder wir sind ja aktuell nicht Teil des Bewachungsgewerbes, weil wir da ja keine Arbeit drin versehen, zumindest nach meinem letzten Stand zu dir. Und bei mir weiß ich es ziemlich sicher. Ob die sich für irgendwas schämen müssen, weil sie etwas sind, was sie nicht sein wollen, oder umgekehrt? Nee, weiß ich nicht. Also es kommt halt auch immer darauf an, was für ein Ansatz, oder nicht was für ein Ansatz, sondern was für einen Anspruch man daran stellt. Wenn du draußen irgendwem sagst, na, was ist denn das Bewachungsgewerbe für dich, wird, denke ich, die Meinung relativ schnell klar sein. Ja, hier, der steht da an der Tür und passt auf, oder weiß ich nicht, der kontrolliert meine Karten in der Disco oder was auch immer. Daran an sich ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Ob man jetzt wirklich mit so Bildern wie da steht ein 1,90 mal 1,90 großer Typ in der Tür, dessen Gehirn, weiß ich nicht, auf eine Petrischale passt. Da kann man jetzt auch drüber streiten. Im Endeffekt, wir und ich denke unsere Zuhörer genauso wissen, dass das nicht, also nicht überall, nicht immer das echte Bild ist. Also insofern kann man jetzt drüber streiten, aber sich deswegen schämen, nee, ich bin der Meinung, da sollte man wahrscheinlich, also ich glaube, die Problematik ist eher, dass die Branche oder dass das Gewerbe damit nicht richtig umgeht. Nämlich, dass man sich halt hinstellt und sagt so, ja, nein, das sind wir nicht und so wollen wir nicht sein und was nicht alles dazu kommt, statt einfach da mit einem anderen Fokus ranzugehen, also mit einer anderen, ich sag mal, Kommunikationsstrategie. Also statt quasi jedes Mal zu sagen, nein, das sind wir nicht, sich quasi selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, das mag eure Ansicht sein, aber unsere ist es nicht. Also da einfach mal komplett auf ein anderes Level zu kommen. Also ich bin ja voll bei dir, wenn du sagst, eine Branche muss sich weiterentwickeln. Da bin ich ja voll bei dir. Das Thema ist halt nur, so ein bisschen auch in diese Richtung zu gehen, dass die Branche oder einzelne Vertreter, ich will das jetzt gar nicht mal pauschalisieren, aber es sind meines Erachtens immer die lautesten, dass einzelne Vertreter der Branche lieber
Polizei spielen wollen und würden, aber nun mal im Bewachungsgewerbe fest sind, weil sie Ja, es aber vielleicht das ist nicht ja, kommen und nicht aber können. das Aber ist das ist ja doch. genau das. Also warum kann ich nicht sagen, hey, ich bin Sicherheitsmitarbeiter, 34a Gewerbe, ich mache einen wichtigen Job und nicht, oh, naja, also eigentlich wäre ich viel lieber Polizist oder Elitesoldat und dann benehme ich mich in meinem Dienst hin mit der Konsequenz, dass wir solche Themen haben wie gewaltsame Übergriffe, Tätigkeiten, die völlig artfremd sind in den Bereichen. Also es geht ja nicht nur dem Mitarbeiter, sondern es geht ja letztendlich auch dem Unternehmer, so, dass du dann sagst, okay, also gestern oder vorgestern ging es durch die Medien, ein privater Sicherheitsdienst wurde von einem Spargelhofbetreiber engagiert, um die Erntehelfer aus den Unterkünften zwangs zu räumen. Wo ich sagen würde, als Unternehmer sagen würde, never ever würde ich so einen Auftrag annehmen. Das ist nicht meine Aufgabe, aber es wird scheinbar gemacht, weil man sich klar vielleicht in dieser Situation gerade wieder mal sieht und sagt, okay, ja, jetzt kann ich endlich mal was mehr tun, als eben 12 Stunden am Notausgang zu sitzen. Ja, aber ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es gerade in der Sicherheitsbranche oder im Bewachungsgewerbe, um mal dabei zu bleiben, dass es da unglaublich, also ich bin der Meinung, dass es einen größeren Anteil an Personen gibt, die nur deswegen im Sicherheitsgewerbe steckt, weil sie es halt nicht geschafft haben, zur Polizei zu kommen oder zu anderen militärischen, paramilitärischen Einheiten, von denen sie immer geträumt haben. Also würde ich Da jetzt bin ich ja einfach voll mal. bei dir, ja? Also Ja, diese naja, These aber würde ich was ist total dann, unterstützen. aber was wundert es dich denn dann, dass sie eine Dienstkleidung bekommen? Im besten Fall vielleicht noch einen gewissen, ich sag mal, vor allem gerade wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, einen gewissen Uniform- bzw. Gesellschaftscharakter hat, von wegen, wir sind viele, du bist einer. Und wenn sie dann halt mal auf die Kacke hauen wollen. Also Aber das du sind hast doch halt. die, die genau, also das sind doch genau diese Menschen, die praktisch die Fremdwahrnehmung, das Bild in der Gesellschaft prägen. Naja, aber das ist doch, naja, eben nicht, sondern, also ja klar, die machen den größten Anteil daran aus, aber woran liegt denn das? Der Mensch ist grundsätzlich einfach negativ gepolt, beziehungsweise negativ eingestellt. Was machst denn du, wenn du, weiß ich nicht, mit einem Produkt, das du gekauft hast, jetzt zum Beispiel für deinen Angelsport, wenn du mit der einen Route oder mit deiner neuesten Errungenschaft nicht zufrieden bist? Hast du online gekauft, was wirst du machen? Dich online darüber aufregen, wie scheiße das ist. Wirst du dich im Umkehrschluss aber auch hinsetzen und sagen, wie geil du es findest, wenn es richtig gut ist? Nein, eher nicht, sondern du erlebst gerade im Internet sehr, sehr häufig. Ich habe das bei einem Kumpel auch gehabt, der hat sich über ein Motorrad informiert, hat gesagt, oh, hier im Forum lese ich aber ganz schön viel darüber, was an der Maschine nicht toll ist. Ja, weil es daran liegt, dass du dich hinsetzt und die Arbeit machst, wenn du irgendwas nicht gut findest, um Leute darauf hinzuweisen, wie scheiße das ist. Vielleicht sogar mit dem Hintergrund, dass du im Nachgang davon irgendwas hast, weil der Hersteller, Verkäufer, whoever, auf dich zukommt mit der Bitte von wegen hier, können wir uns da nicht irgendwie einigen, beziehungsweise wie man es aus anderen Bereichen kennt, oder Drosten auch das beste Beispiel, weil halt Öffentlichmachung immer eine Scheißsituation ist, weil du quasi nicht. Dich nicht davor schützen kannst, dass jemand sagt, ey, das war doof. So, und das ist halt der Grund, warum du viel mehr Schlechtes im Netz siehst oder auch einfach grundsätzlich, wenn du über die Straße läufst, erkennst du eher, dass einer über Rot über die Ampel gelaufen ist, als die Frau, die daneben steht und, weiß ich nicht, gerade eine halbtote Katze aufgehoben hat, als Beispiel. So, das ist, denke ich, einfach eine Sache von der Polung. Und klar, wir haben die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe gibt es auch bei der Polizei. Wie viele Videos kannst du dir angucken, wo irgendwelche, von mir aus auch Berliner Polizisten, auf vermeintlich ganz unbescholtene Bürger einprügeln, versuchen festzunehmen oder was auch immer, und man daraus versucht, einen Skandal zu bauen, aller die Polizei ist total willkürlich und gewaltsam, pipapo, wo man aber vielleicht gar nicht darauf, also gerade jetzt in dem Beispiel, nicht darauf achtet, was ist davor passiert. Und so hast du das halt überall. Du siehst halt, gerade bei der im Sicherheitsbereich siehst du, weiß ich nicht, einen Typen, 1,90 großer Schrank, wenn du Glück hast, oder vielleicht hat er sogar studiert, ist ein total intelligenter Kopf, aber der hat nun mal eine Statur wie ein Bär oder wie ein Schrank. Und dann ist halt das, ohne dass du irgendwas dafür getan hast, schon das Stigma geboren von wegen, ja, die sind alle groß, dumm und breit. Dann versuchst du deinen Job zu machen, in der Regel, je nachdem in welchem Bereich, aber Bewachungsgewerbe, jetzt, wenn ich da Richtung Veranstaltungsschutz oder Objektschutz denke, hast du doch häufiger mal Personen mit dabei, die vielleicht nicht gerade
sag mal, entspannt unterwegs sind, die wollen vielleicht Stress haben, die sind vielleicht alkoholisiert, haben vielleicht noch irgendwelche anderen Stoffe zu sich genommen, und dann bist du relativ schnell halt in so einer Konflikt- und Spannungssituation, wo, wie sie auch bei meiner Firma, wo ich damals gearbeitet habe, gesagt haben, ja, unser Anspruch ist es nicht, Leute zu haben, die aussehen wie ein Schrank, um einzuschüchtern. Das ist absolut nicht unsere Intention, aber es gibt einfach Positionen und Bereiche, wo wir genau solche Leute brauchen. Wo ich sage, jo, stimmt. Also ich sehe da auch lieber zwei Meter Hünen sich mit irgendeinem Besowski in Anführungszeichen kloppen, weil der das Haus nicht verlassen will, als wenn ich da zwei jungsche Mädels stehen habe, die vielleicht hinter einer Laterne verschwinden können, weil sie sich dahinter verstecken. Da habe ich lieber die zwei Schränke da stehen, die sich um den kümmern, als die zwei Mädels. Jetzt unabhängig von der Körpergröße bzw. von den Fähigkeiten, die die haben, aber einfach um einen gewissen Eindruck zu vermitteln. Und ich glaube, in vielen Bereichen, gerade wenn es jetzt um so eine Sachen geht, wie ich schmeiß dich jetzt raus, weil Hausrecht bedeutet, ich lass dich rein und dann sage ich 3 Minuten später, ach übrigens, die Schuhe sehe ich gerade, gefallen mir nicht, ich schmeiß dich wieder raus, was rechtlich, zumindest zivilrechtlich, ja legitim ist, das ist halt eine Macht. So, und du hast es halt auch bei der Polizei und bei ganz vielen anderen, siehst du auch Videos von, hast du auch Beweise für. Macht verleitet nun mal dazu, dass man sie nutzen möchte. So. Da ist halt keine Branche vorgefeit. Ob das jetzt wir sind oder nicht, wir haben jetzt halt noch so einen halb, in meinen Augen, halb öffentlichen Charakter, dass du halt viele Bereiche hast, wo du quasi Zugänge versagen kannst oder Leute rausbegleiten sollst. Naja, klar, du kannst dich da hinstellen und mit einem 3 Stunden diskutieren, die Polizei rufen und die tut dann ihriges. Oder aber du packst ihn halt am Oberarm und trägst ihn halt vor die Tür. So, was ist das Schnellere? Was ist in deinen Augen, also auch vor allen Dingen mit dem Hintergrund, was ist die bessere Kommunikation für etwaige Nachahmungstäter? Ne? Also bleibst du jetzt wirklich die ganze Zeit da sitzen und sagst, ja, aber ich habe Hausrecht und müssen jetzt gehen und darf sie jetzt hier verweisen? Ja, das Hausrecht sieht aber auch vor, beziehungsweise das BGB sieht aber auch vor, dass wenn eine Person den Bereich nicht verlassen will, du mit körperlicher Gewalt gegen sie vorgehen darfst. So. Also nichts falsch gemacht. Ja, also ich fand ja den Satz, ja, das verstehe ich richtig. Und da fand ich ja den Satz richtig, natürlich auch richtig und auch nachvollziehbar, Macht verleitet und du wirst solche Menschen auch haben. Das Problem ist halt, glaube ich, was ich sehe, du sagst ja auch, das, was die Polizei, dann gibt es einen Ausschnitt davon, ja, aber dann gibt es sicherlich auch eine Pressemitteilung und dann gibt es eine Gegendarstellung und du hast auch viel mehr positive Meinungen und Aspekte. Letztendlich ein großer Kritikpunkt schon immer und auch letztendlich ein bisschen auch meiner so, wenn du sagst, okay, die Polizei präsentiert sich jetzt auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook und macht und sorgt dafür, dass bestimmte andere Medien darüber wieder Schlagzeilen nehmen und Schlagzeilen generieren. Das ist natürlich auch eine positive Beeinflussung der Berichterstattung. Das ist aber letztendlich etwas, was uns fehlt, sodass wir tatsächlich in dem Bereich bleiben, zu sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist vielleicht auch was vermeintlich schiefgelaufen, aber den Rest des Rattenschwandes interessiert niemanden mehr. Was mich halt so ein bisschen daran stört, ist, dass Vertreter unserer Branche auch immer wieder in dieses gleiche Horn mit reinblasen. Also es gab Anfang des Jahres zwei Berichte, ich glaube im WDR, den einen, der hieß irgendwie Security Boom und weiter, irgendwie ein Untertitel und den gleichen Artikel, den Bericht gab es in einer ähnlichen Form in der ARD kurz darauf. Und da ist dann auch ein Vertreter unserer Branche da gestanden und hat auch mehr oder weniger gesagt, ja, ich gebe euch recht, das sind alles nur Sitzscheine und das ist alles schlecht und ja, und wir haben schwarze Schafe und hat überhaupt in keiner Art und Weise das Positive davon rausgehoben. Also natürlich kannst du nicht hinstellen und sagen, Scheiße für Gold verkaufen, das würde ich auch nicht, aber dass wir eben nicht nur Sitzscheine haben, weil die Berichterstattung dann relativ eindimensional ist, sondern da sehe ich auch die Aufgabe des Einzelnen zu sagen, wir haben Ausbildungen, wir haben Weiterqualifikationen, wir haben Meister, wir haben Studiengänge. Also das Bild, was in der Gesellschaft vorhängt, naja, ich nehme mal 40 Stunden an irgendeiner Schulung teil und dann ist das Thema durch und dann kann ich Security spielen und Polizei light und habe ein bisschen Macht und dann kann ich da meine Maßnahmen durchziehen. Das fehlt mir total und das ist halt die Frage,
die wir, glaube ich, auch so ein bisschen in dem Zusammenhang mit dem internen Papier des BDSW diskutiert haben. Also warum verkaufen wir uns unter Wert und bestätigen auch noch impulsiv oder aus irgendeinem inneren Erhaltungsdruck die Meinung, die schlechte Meinung der Gesellschaft, während wir dann vielleicht auch an anderer Stelle haben, wo Leute dann in irgendwelchen Vereinen sind, weil sie meinen, sie müssen hier noch das, ihr kleines Selbstbewusstsein noch irgendwie aufwerten, weil sie an irgendwelchen Schießtrainings teilnehmen und irgendwie im Zusammenhang mit Elitesoldaten oder ähnliches unterwegs sind. Was glaube ich auch in dem Kern der Frage steht, sind wir ein Luxusgut? Weil aus meiner Sicht wären wir das, wenn wir weiterhin im Gewerberecht bleiben, dann kauft man eine Dienstleistung ein, dann geht es um Geld, Service, Dienstleistung, Geld, da sind wir nichts anderes als die Fragestellung, reinige ich zu, also wasche ich zu Hause oder lasse ich das in einem Waschsalon reinigen von jemand Dritten, oder sind wir tatsächlich eine Säule der inneren Sicherheit? Also ich tendiere also momentan zu Ersteren. Ich bin auch der Meinung, dass wir bis auf einige wenige Ausnahmen auch ein Luxusgut sind. Also man kann sich jetzt über die mögliche Verrohung der Gesellschaft und was es da nicht alles für Diskussionen gibt oder die Veränderung der Gesellschaft, kann man sich jetzt hin und her streiten. Aber im Grunde genommen sehen wir ja auch an vielen kleineren Geschäften, wenn sie abends zumachen, die haben keinen Sicherheitsdienst. So, die schaffen das ohne. Insofern bin ich der Meinung, ja, in gewisser Hinsicht, wie gesagt, das soll jetzt nicht über alle hinweggebrochen sein. Mit Sicherheit gibt es da auch Bereiche, wo das bitter notwendig ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, ist ein Sicherheitsdienst, um das mal, oder ein Sicherheitsdienstleister in vielerlei Hinsicht ein Luxusgut. Ist einfach so. Jetzt, dass die Polizei es nicht mehr hinbekommt, die gestiegenen Anforderungen an Flugverkehre oder Fluggäste selbstständig zu regeln, weil sie das Personal nicht für haben und sie noch andere Aufgaben erfüllen müssen, dass sie sich dafür einen Sicherheitsdienst heranziehen, finde ich vollkommen in Ordnung unter den gegebenen Qualifikationen, Hinweisen, was auch immer. Ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Und da würde ich dann auch zustimmen zu sagen, ja, da sind wir irgendwo eine Säule der inneren Sicherheit. Aber das gilt halt nicht für Max Mustermann, der, weiß ich nicht, bei der 1&1 GmbH die Nachtwache schiebt, weil dieses Unternehmen der Meinung ist, dass das Haus 24/7 besetzt sein muss. Das ist Luxus. Ist einfach so. Was ich mich halt frage und wofür ich eigentlich auch noch gar keine Lösung gefunden habe, ne? Also die ich nenne es mal öffentliche Meinung oder gesellschaftliche Meinung, tendiert ja zwischen wirklich, wir haben darüber diskutiert, aber das wollen wir heute nicht, zwischen dem Pförtner, zwischen dem Nichtskönner und letztendlich diejenigen, die wirklich, und wir werden es jetzt in ein paar Wochen wieder erleben, die dann titeln und schreiben und fordern, mehr Sicherheitskräfte zur Terrorabwehr auf Weihnachtsmärkten auf anderen Veranstaltungen. Und diese Spanne ist für mich einfach nicht erklärbar, weil es sind am Ende des Tages sind es die gleichen Menschen, die manchmal der Fußabtreter der Gesellschaft sind, um es jetzt mal wirklich überspitzt darzustellen, und auf der anderen Seite das Allheilmittel darstellen, weil sie ja wirklich für die innere Sicherheit und für die Gesellschaft kämpfen und da sind. Aber im Kern sind das die gleichen Menschen. Das ist nicht, wie wir in anderen europäischen Ländern haben, wo wir eine Trennung innerhalb des Sicherheitsrechts haben zwischen Luxusgut, so Tätigkeiten wie ich bestell's mir, brauch's nicht, und risikobehafteten Bereichen, die eine ganz andere Qualifikation benötigen, die vielleicht auch teilverbeamtet werden oder ein Eid oder einen Schwur leisten müssen, vielleicht auch diejenigen sind, die nachher Waffen tragen müssen, die vielleicht ein bisschen anders überwacht werden. Aber in Deutschland ist das alles eins, und die gesellschaftliche Meinung pendelt ja genau zwischen diesen Bereichen, und das ist für mich, vielleicht hast du einen Ansatz, einen Erklärungsansatz, aber für mich ist das überhaupt nicht erklärbar, warum diejenigen, die gleichzeitig die Loser in, ich sag's jetzt mal, Asylbewerberheimen sind, weil da Nazis drunter sind, weil da Schläger drunter sind, gleichzeitig diejenigen sind, die einen Weihnachtsmarkt vor Terrorangriffen schützen können. Erklärt sich mir nicht. Ja, ist doch auch logisch. Ich verstehe gar nicht, warum du das nicht verstehst. Warum hast du überhaupt einen Abschluss gemacht? Ich sehe das relativ einfach. Die Gesellschaft ist nun mal ein Fähnchen im Wind.
Weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil ich mich damit nicht mehr so auseinandersetze, aber ich weiß, früher war das zum Beispiel die BZ. Die hat, wenn Hertha BSC am Wochenende gewonnen hat, hat sie geschrieben, ja, unsere Hertha, wir haben gewonnen, wir, weiß ich nicht, sind jetzt auf Platz 5, keine Ahnung, was auch immer. Wir haben dem Gegner ordentlich gegeben, was auch immer. Sobald die Hertha verloren hat, war das ja, die Hertha hat verloren. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es heute noch so machen. Ich glaube, mit der deutschen Nationalmannschaft haben sie es eine Zeit lang auch so gemacht. Wir, die Deutschen, haben gewonnen, wir sind Weltmeister, hörst du ja auch. Hast du auch gehört, ja, fuck, wir haben aber die letzte WM ganz schön scheiße abgeschnitten. Nee, da hieß es ja, die deutsche Nationalmannschaft hat ziemlich scheiße abgeschnitten. So, das ist halt ein Fähnchen im Wind, so wie du es gerade brauchst. Also, das ist halt leider so. Ja, an der einen oder anderen Stelle sind wir halt die absoluten Loser, und sind quasi verachtenswürdig, weil wir am besten auch noch, ich sag mal, der Bodensatz der Gesellschaft sind, um mal so ein paar, Schlagworte zu bringen. Und an anderen Stellen sind wir dann aber wieder total notwendig und total wichtig und gibt's nichts Schlimmeres als, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Ähnliches erkennst du doch momentan auch in dieser ganzen Corona-Diskussion. Wie oft ist dem Spahn schon gesagt worden, dass Pflegekräfte nicht nur unterbezahlt sind, sondern dass seine Forderungen, die er da ja gestellt hat, oder die publik geworden sind, die genutzt worden sind, dass die halt unter aller Sau sind. So, und was macht man jetzt? Jetzt stellen sich alle hin und sagen, oh, die Pflegekräfte, oh, das Gesundheitswesen, ihr seid alle so toll, ich stelle mich auf den Balkon und klatsch für euch. Ja, ändert sich irgendwas? Nein. Es ist einfach nur gerade eine andere Situation. Die Leute brauchen es gerade irgendwie und deswegen schmiert man den Honig ums Maul. Bei uns ist das nicht anders. Aber vielleicht sind wir auch so ein bisschen Lückenfüller. Also Das ist doch genauso. Guck dir doch mal den VW-Konzern an. Der hat massenhaft betrogen, wenn es um Werte von Fahrzeugen geht. Sind sie dafür belangt worden? Nein. Hören wir deswegen auf, VW zu kaufen? Nein. So, was passiert? Nix. Stattdessen werden wir jetzt genau die gleiche Sache. Wir erzählen uns was von Klimazielen und treiben die Elektromobilität voran. Was wird nach der Corona-Krise mit Sicherheit passieren? Ja, eine Kaufprämie auf Autos. Witz. Witz, komm raus, du bist umstellt. Das ist in meinen Augen immer wieder genau das gleiche Ding, woraus wir halt nicht lernen. So, du Ich würde es wendest vielleicht, dich. ich würde es noch ein bisschen drastischer formulieren. Ich glaube, wir sind an dieser Fand Stelle das jetzt schon einfach, drastisch. ja, aber wir sind an dieser Stelle auch einfach, glaube ich, ein Lückenfüller als Branche, weil Das auch, mit ich Sicherheit. glaube schon, dass die Politik und die Gesellschaft sich schon im Klaren ist zu sagen, okay, wenn ich in jetzt mal in Anführungsstrichen und ich verlinke an dieser Stelle, das solltet ihr euch unbedingt noch mal angucken, bevor die große Diskussion wieder anfängt, unser Video zum Breitscheidplatz, ich glaube, das ist die Folge 9. Glaube, die Gesellschaft merkt schon, okay, wenn ich wirkliche Sicherheit haben möchte, lass uns mal bei Weihnachtsmärkten bleiben, dann wird das darauf hinauslaufen, dass das irgendjemand zu zahlen hat und im Zweifel der Besucher, der Kunde, in dem dort Eintritt gefordert wird. Oder die Gesellschaft, weil ich dann tatsächlich Polizei abstelle. Und bei diesen Weihnachtsmarktvideos haben wir es ja deutlich ja auch mitbekommen und auch dokumentiert. Der Polizist, der dann sagte, naja, eigentlich, den du ja noch angesprochen hast, immer noch, ich ziehe immer noch meinen Hut davor, also was könnte ich nicht machen, aber Das sind auch nur Menschen, als würden sie ja, dir irgendwas aber antun. ja. Wir sind doch nicht in Amerika, der zieht doch nicht seine Dienstwaffe und leert sein Magazin in deinen Körper. Also. Nein, aber wir sind ja auch nicht schwarz. Also von daher haben wir dort ein höheres Überlebensrisiko, vielleicht. Sarkasmus off. Ja, aber der dann auch sagt, ja, so, ich sag's jetzt mal so Überlebensrisiko, sinngemäß, finde ich gut. ich weiß Für eigentlich den auch Herrn nicht, unter warum uns, ich hier bin. warte. Für den Herrn unter uns, unserem Zuhörer, der hier unser Glossar schreibt, Überlebensrisiko möchte ich nochmal kurz hervorheben. Jetzt kannst du weitermachen. Ich finde das gut. Irgendeine Folge müssen wir noch mal so titeln, Hattest du nicht sowieso vor, wir Überlebensrisiko. sollten ein Buch schreiben mit sämtlichen Blödsinn, der uns einfällt? Überlebensrisiko wird eins davon. Das ist auch A, an dieser Stelle, für jeden, der das hört und den Titel nochmal nutzen möchte, das ist unser Titel. Wir werden euch verklagen und vor Gericht das öffentlich machen, um mal Zitat aus einer anderen Situation heute mal so zu nennen. Überlebensrisiko. Wird das jetzt unser Titel für heute, Überlebensrisiko? Überlebensrisiko. Ich finde das gut. Das muss ich noch irgendwie einbauen, aber das sollten wir nehmen, ja. Und das ist auch ein super Titel Solltest du dir auf jeden Fall patentieren lassen. Ja, aber es sagt so viel. Also das sagt eigentlich so viel, auch wenn das jetzt wirklich nur ein Zufallswortschöpfung Du meinst die Überlebenschance, war. aber Nein, ich. aber Überlebensrisiko finde ich ist trotzdem gut, weil das genau diese Diskussion eigentlich beschreibt, die wir gerade haben, so zwischen
zwischen ja, überleben was Positives und negativ was Risikohaftes. Also genauso wie auch Tätigkeit, aber genauso auch das Risiko, was aus dieser Tätigkeit besteht. Also von daher Überlebensrisiko, Sicherheitsbranche. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist den Titel, muss ich, schreibe ich mir gleich auf, sonst vergesse ich den wieder. Aber was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Also ich glaube schon, dass die Gesellschaft weiß, dass wir dass das Geld kosten wird und dass das irgendjemand mal zu bezahlen hat. Aber dass wir dann wieder als Lückenfüller rangezogen werden, weil wir eben noch die Billigen sind von denjenigen, die Sicherheit produzieren, in Anführungsstrichen. Und wir somit ja, letztendlich die einfachste Lösung in diesem Fall sind. Und dann ist das ist ja die Frage, warum, also wollen wir Lücke sein? Wollen wir Lückenfüller sein? Und da haben wir nicht eigentlich auch eine sehr prägnant formulierte Tätigkeit, was eigentlich unser Aufgabenspektrum darstellt? Und warum wollen wir Lückenfüller sein und reißen uns danach, solche Aufträge zu machen, anstatt zu sagen, ja, Moment mal, das ist nicht unser Kerngeschäft. Öffentliche Sicherheit, Gefahrenabwehr ist woanders zu finden, und zwar im fast wortwörtlichen Zitierweise, was ich gerade eben gesagt habe, beispielsweise im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, das Polizeigesetz in Anführungsstrichen, des Landes Berlin. Also, dann bitte, wir haben doch eigentlich ein Profil, das uns von der Gesetzgebung her vorgegeben wird. Dann lasst uns doch darauf fokussieren, und ich glaube, dann wären wir auch viel, viel besser, und da würde diese ganze Thematik, die drumherum passiert, wegfallen. Ja, aber das ist, also ich heiße nicht gut, was Unternehmen da machen, dass sie Aufträge annehmen, um irgendwo jemanden zwangszuräumen. Das heiße ich nicht gut, weil genau wie du gesagt hast, das ist nun mal einfach nicht unser Job. Also in keinster Form, das kann mir auch keiner erklären, dass das irgendwie irgendwo mal unser Job sein wird. Oder nein, im Moment falsch formuliert, dass es aktuell einer unserer Jobs sein kann mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung. Ist es halt einfach nicht. Nichtsdestotrotz kann ich trotzdem Unternehmer verstehen, die sagen, ey, ich nehme den Job, den ich kriegen kann, weil, keine Ahnung, meine geschäftliche Situation ist nun mal einfach anders zulässt, als dass ich quasi nehme, was ich kriegen kann. Vielleicht ist es auch einfach der Bereicherungswille von einigen Unternehmern und ich stelle das mit Sicherheit nicht allen und ist nicht über den Daumen gepeilt, sondern ne, also ist einfach mal die Überlegung, vielleicht ist es einfach der Bereicherungswille von je mehr Aufträge, desto mehr Geld habe ich. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach ein paar Typen, bei denen er weiß, die sind ein bisschen komisch drauf. Das ist genau der richtige Job für die. Deswegen nimmt er den Job an. Ich weiß es nicht. Es sollte halt nicht normal sein, aber genau das ist es halt auch wieder. Du hast jetzt einen Fall dazu gehört, dass jemand sich einen Sicherheitsdienst genommen hat, um eine Zwangsräumung durchführen zu lassen. Hast du mal sachlich nachrecherchiert, wie viele solcher Fälle es gibt? Naja, also der eine Fall ist ein Fall, der sich für mich in eine gewisse Reihe von unterschiedlichen Tätigkeiten einbezieht. Also das ist ja letztendlich, für mich steht da nicht dieser eine Fall im Vordergrund, sondern die Tätigkeit. Ich finde das genauso fragwürdig an mancher Stelle zu sagen, warum muss ein privater Sicherheitsdienst einen verwaltungsrechtlichen Akt umsetzen und durchsetzen? Und da gibt es ja zig Beispiele, wo die Corona-Eindämmungsverordnung oder das daran halten irgendwie gedreht wird, so dass ein privater Sicherheitsdienstleister einen öffentlich-rechtlichen Akt umsetzen und bewerten kann. Da wird dann beispielsweise gesagt, naja, der Spielplatz ist ja letztendlich ja auch irgendwie ein Hausrechtsbereich, und dadurch, dass das ein Hausrechtsbereich ist, darf der Spielplatz, dass dort keine Kinder drauf spielen wegen der Corona-Eindämmungsverordnung, durch einen Sicherheitsdienst überwacht werden. Dann wird gesagt, ja, okay, wir haben bestimmte vielleicht Citystreifen, wo er ja mal mitgucken kann. Dann haben wir diese ganzen Thematik Burbach-Prozess beispielsweise, wo ein Sicherheitsdienstleister mit Störzimmern, nee, das hieß doch, hieß es Stör- oder Störerzimmern, beispielsweise Personen wegsperren, unter Augen der Polizei Personen weggesperrt hat, eben auch im Auftrag der Heimleitung, die sich eben nicht
an die Hausordnung gehalten hat, also so ein bisschen was wie Gefängnis und ähnliches. Also für mich ist es eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die sich irgendwohin verschieben in ein Spektrum, in dem wir als Branche aus meiner Sicht überhaupt nichts zu suchen haben. Und da ist sicherlich das Räumen von irgendwelchen Erntehelferzimmern eins, aber letztendlich auch in vielen Bereichen auch wirklich was, wo ich sage, da beobachte ich zumindest eine Tendenz, die uns nicht gut tut und im schlimmsten Fall auch, weil es eben auch dort Sparprogramme und ähnliches gibt von Kommunen, Land, Polizei, auch zumindestens ignoriert wird. Ja, es ist halt auch die Sache, also es gibt halt in meinen Augen, oder zumindest habe ich das so nicht erfahren, das mag vielleicht an anderen Stellen anders sein, es gibt halt nichts, was mir regelmäßig sagt, du bist, das ist deine Aufgabe, das und das ist das, was wir machen, sondern es ist halt, du kriegst im besten Fall einmal zum Einstieg, kriegst du eine Schulung, was gemacht wird, aber danach interessiert es in Anführungszeichen keinen mehr. Weil wenn ich eine Bewachung von einem Flüchtlingsheim mache, ist mein Verständnis von der Aufgabe, die ich da übernehme, dass ich an der Pforte sitze und aufpasse, dass niemand in diesen Bereich eindringt, der da nichts zu suchen hat, also ich vielleicht noch eine Zugangskontrolle mache, aber alles, was innerhalb dieses Objektes passiert, unter den Bewohnern selber, ist ja eigentlich nicht mehr meine Aufgabe. Zumindest ist das mein Verständnis. Wie gesagt, ich kenne die Verträge da nicht und die einzelnen, aber das ist halt auch wieder die Sache, wie du zu Recht sagst, wo man überlegen muss, ist das überhaupt unsere Aufgabe, das zu regeln? Weil, wenn wir uns mal überlegen, viele Empfangsdienste bei großen Firmen sind ja auch outgesourced zu irgendwelchen Sicherheitsfirmen. So, rennt einer von denen nach oben, sobald sich da oben zwei schlagen? Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist nicht deren Aufgabe. Und du hast es im öffentlichen Bereich, weiß ich das, gibt es den sogenannten Blaulichtrausch. Das ist ein Phänomen, glaube ich, beziehungsweise was heißt Phänomen? Das ist so ein Ding unter Einsatzkräften, dass die in Situationen, wo sie mit Blaulicht unterwegs sind, durchaus mal in einen sogenannten Rausch geraten können. Also, ne, dass sie der Meinung sind, sie haben grundsätzlich Vorfahrt, dass ihnen einfach bestimmte Sachen abhanden kommen, beziehungsweise sie sich über jede Blaulichtfahrt in Anführungszeichen freuen, was ja per se nicht der Hintergrund dieser Blaulichtfahrt ist. Und es gibt, zumindest kenne ich das so, soll, muss, darf, kann, man setze ein, wird darauf geschult, was halt wichtig ist jedes Jahr bei so einer Blaulichtfahrt. Ich weiß, bei uns, bei unserer Werksicherheit damals, wir hatten ja auch ein Blaulicht für innerwerkliche Zwecke. Und wir haben unsere Mitarbeiter jährlich darauf geschult, was bei Blaulichtfahrten sogar innerwerklich, also auf Privatgelände, worauf zu achten ist. Und wir haben uns da relativ genau an die Grundlagen der Polizei gehalten. Also in eine Kreuzung einfahren bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich Vorfahrt haben, sondern wir müssen uns vergewissern, dass alle stehen bleiben, dass alles mitbekommen haben, etc. pp. Und da wurde jährlich eine Schulung gemacht, um den Leuten quasi zu vermitteln, ey, das ist eine besondere Situation, da müsst ihr drauf aufpassen. Das heißt aber nicht, dass das geil ist. Es gab nach einigen Einsätzen, es gab den einen oder anderen Mitarbeiter, der sich hingestellt hat und auch gesagt hat, so, ah, das war wieder mal ein richtig geiler Einsatz. Und dann habe ich das gemacht und bin da lang gebracht. Die haben uns am Ende zur Seite genommen und haben ihnen gesagt, dass die irgendwas nicht ganz an ihrer Aufgabe verstanden haben. Weil wenn wir mit Blaulicht durch das Werk fahren müssen, das potenziell immer bedeutet, dass Menschen zu Schaden gekommen sind und daran überhaupt nichts geil ist. So. Und ich glaube, das ist so. Also übertragen auf das Sicherheitsgewerbe oder das Bewachungsgewerbe ist, glaube ich, das, was uns fehlt, dass du auf jährlicher Grundlage, was auch immer, dir einfach mal alle Leute zusammenholst und denen nochmal erklärst, passt auf, Leute, wir sind ein Sicherheitsdienst. Wir machen das, das und das, das und das sind unsere Aufgaben. Wir sind keine Polizei. Wir nehmen keine Leute fest, wenn das nicht nach den gegebenen Statuten rechtskonform ist. Wir sperren keine Leute ein. Etc. pp. Das fällt alles überhaupt nicht in unseren Tätigkeitsbereich. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das halt fehlt, weil irgendwann hast du da so eine Eigendynamik drin, von wegen, ey, ich mache Sicherheit schon seit 25 Jahren. Ich habe das schon seit 30 Jahren genau so gemacht und seit 35 Jahren hat mich da noch niemand drauf angesprochen. Und dann hast du halt diese Eigendynamik von, na, ich bin Sicherheit. Ja, ich bin hier die Sicherheit. Ja, also wenn es um Sicherheit geht, dann fragst du mich. Und dann ist es halt irgendwann von wegen, ich diktiere hier, wie wir was machen. Und das ist halt, also da gibt es
Zumindest habe ich das nicht erfahren. Gerne bin ich da auf Einschreiben gespannt. Ich glaube, da fehlt ja halt einfach ein Instrument, das die Leute so wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität holt. Sondern du hast es dann irgendwann, okay, ich mache jetzt hier Sicherheit, jetzt habe ich hier eine Situation und die muss ich richtig krass lösen. Und die einzige Idee, die ich dazu habe, ist, na, dann drehe ich dem jetzt mal den Arm auf den Rücken und dann haue ich ihm noch eine, weil er gerade aggressiv wird und dann schleppe ich ihn raus und am Ende versteht der Typ überhaupt gar nicht, warum er jetzt derjenige ist, der wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung angezeigt wird. So. Weißt du, das ist, glaube ich, so das Ja, und ich Problem. glaube auch ein bisschen, aber das ist auch das Kernproblem, dass wir uns immer noch, glaube ich, größtenteils daraus oder unser Personal größtenteils daraus rekrutieren, was eben von den Arbeitsämtern und Jobcentern und anderen Bildungseinrichtungen kommt. Ich glaube, die Anzahl derjenigen, es gibt sicherlich viele, die danach sagen, okay, ja, jetzt bin ich in der Branche und jetzt bin ich stolz darauf und jetzt kann ich mich damit identifizieren. Aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die von vornherein sagen, ich gehe in diese Branche, ich möchte dorthin, das ist meins und da wäre ich alt, oder in der Ich habe so Sicherheitswirtschaft. eine Leute habe ich sogar tatsächlich kennengelernt. Also Ja, auch. einer steht vor dir. Also virtuell gesehen. Moment. Also ich denke eben auch mal da gar nicht, dass das so wenige sind, die diese Einstellung haben. Wie gesagt, ich habe auch Leute kennengelernt, auch in dem Bereich, wo wir mit den Blaulichtfahrzeugen unterwegs waren. Die haben einen richtig guten Job gemacht. Da waren Leute bei, die haben sich hingestellt, haben gesagt, ey, wir haben heute das und das gemacht, auch wenn es nur eine Übung war. Das ist nicht gut gelaufen, das hätten wir besser machen sollen. Mit denen konntest du vernünftige Gespräche führen, auch was das Einsatzgeschehen angeht, mit denen konntest du zusammenarbeiten. Die haben einfach einen guten Job gemacht. Und also die sind teilweise von Werksarbeitern angegriffen worden mit Worten wie, ja, du glaubst auch, du bist hier irgendein besserer Hilfspolizist etc., wo die Leute auch da standen. Im Nachgang, wenn ich so einen Fall auf den Tisch bekommen habe, die haben mich angeguckt und haben gesagt, wie kommt der denn auf die Idee? Ich mache doch hier meinen Job, ich soll für Sicherheit sorgen und der tut so, als wenn ich hier die Polizei himself bin, wo ich mir sage, ja, genau, also der Typ aus dem Werk hat es nicht gerafft, aber du hast es verstanden, finde ich super. Von daher, da gibt es auch eine ganze Menge anderer Menschen. Es gibt halt leider nur schwarze Schafe und wie das halt mal ganz häufig bei uns der Fall ist, die schwarzen Schafe sind halt die, die herausstechen und die, die du dann auch nur auf Kamera aufzeichnest und wo du dir dann die Frage stellen musst, wie kann so jemand überhaupt sich selbstständig versorgen? Also. Aber ich glaube, du hast den ersten Teil des Schlussstatements vorhin ganz gut gebracht, mit deiner Forderung. Eigentlich, also das ist ja immer so mit verbunden, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Zu sagen, die Leute auf den Boden der Tatsache zurückholen und gleichzeitig, und das wäre auch so ein bisschen mein Statement, aber das kann man, glaube ich, ganz gut damit verbinden, zu sagen, Leute, ihr macht einen wichtigen Job. Also sicherlich ja, Luxusgut, aber jemand verlässt sich da drauf und jemand schläft nachts sicherer, weil ihr da seid. Also ihr könnt auch darauf stolz sein. Ihr müsst nicht polizeileid sein, oder ihr müsst nämlich nicht nachtrauern, dass ihr den Einstellungstest nicht erfüllt habt oder nicht erfüllen konntet, weil schon, ich sage mal, Klassiker ist ja Bioptrien oder ähnlichem, weil das einfach nicht gegeben Falsche war. Gesinnung. Das Fass machen wir nicht schon wieder auf. Aber ja, also das, ne, aber ihr tragt einen Beitrag dazu bei und ihr seid die stillen Helden im Hintergrund für viele und sei es auch nur für den kleinen Unternehmer, für den das das Schlimmste wäre oder das Worst-Case-Szenario wäre, wenn sein Einzelhandelsgeschäft, in dem er Tausende von Euro gebunkert hat, nicht gebunkert, sondern gebunden hat in Ware und in Ideen und ähnliches, nachts ausgeräumt wird. Also ich glaube schon, dass man das, und da muss man die Leute einfach auch davon abholen, A, sie runterholen auf den Boden der Tatsachen, aber ihnen gleichzeitig auch noch ein bisschen Stolz auf die Branche mitbringen, dass sie eben auch wirklich diejenigen sein können. Und dadurch veränderst du das Bild auch. Und dann die zweite Forderung von meiner Seite auch, mal rauszugehen und so wie es letztendlich die Polizei macht, das Bild draußen auch eigenständig beeinflussen und mal mehr darüber erzählen und berichten, was wir Gutes tun, dass wir wieder, weiß ich nicht was, fünf Täter gestellt haben, dass wir wieder einen Kabeldiebstahl verhindert haben oder dass wir einfach da sind, aber bitte nicht mit diesem Tenor, so wie es in der Corona-Krise war. Ach ja, wir sind jetzt unglaublich wichtig und nur, also Corona wird nicht schlimmer, weil wir da sind. Nein.
Wir unterstützen einzelne Unternehmen, wir unterstützen Personen, wir unterstützen Großunternehmen. Aber im jetzigen Stand, da sind wir uns einig, sind wir letztendlich aus meiner Meinung und das ist deine Meinung ja auch, ein Luxusgut für denjenigen, der sagt, er möchte einen höheren Sicherheitsstandard haben, als es die öffentliche Sicherheit ihm derzeit gewährleistet oder weil er kein Vertrauen darin hat oder ähnliches. Also von daher alles gut, wichtige Branche, aber bitte mit einem anderen Fokus nach draußen gehen. Das wären meine Schlussworte. Ich würde an dieser Stelle auch tatsächlich, wenn du nichts nochmal hast zu diesem Thema, mich schon mal verabschieden und die Bühne dir überlassen, dass du die ersten und die letzten Worte heute hattest. Ich habe tatsächlich, also fand ich ein gutes Schlussstatement. Wie gesagt, im Endeffekt war das ja die Frage der heutigen Folge, wie ist die Eigenwahrnehmung bzw. Fremdwahrnehmung? Und ich glaube, da hapert, ich hatte das Thema mal bei der im Studium, da hat unser Dozent uns irgendwann mal gefragt, wie würden Sie diesen Studiengang beschreiben? Hat halt nur negative Antworten bekommen, meinte auch, ändern Sie doch vielleicht einfach mal Ihre Selbstwahrnehmung. Schauen Sie doch mal, was gut an dem Studiengang ist, was Sie danach besonders können. Und ich glaube, das ist genau das gleiche Thema auch hier bei uns, dass es einfach Leute gibt, die eine falsche Eigenwahrnehmung haben und dass man neben dem, was wir schon jetzt gefordert haben von deiner Seite, dass man einfach ein gewisses Umdenken erzielen muss, dass die Leute halt nicht negativ von sich denken, sondern einfach positiv. Das ist schwer, das ist nicht einfach, das dauert lange, keine Frage, aber wir können es schaffen. Yes, we can, wie es so schön hieß. Oder nee, genau, yes, we can und wir schaffen das. So rum. Noch zwei politische Statements hier mit reinzubringen. Und ja, soll es auch von meiner Seite gewesen sein. Insofern wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, gute Nacht, was auch immer, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, sonstiges habt, Kritik, auch die nehmen wir, schreibt uns gerne. Die entsprechenden Kanäle sind bekannt. Wir freuen uns immer auf eure Zuschriften und versuchen die auch nach Möglichkeit so zu beantworten, dass alle damit zufrieden sind. Ja, war wieder eine lustige Folge, denke ich. Ich wünsche dir dann auch einen schönen Tag, sofern du jetzt gar nichts mehr sagst. Und ja. Ich schweige, nein. Bleibt gesund, bleibt ihr gesund. Lasst uns die Ausläufer der ersten Corona-Welle doch noch. Das bleibt gesund, sollten wir beibehalten, auch nach der Ja, Pandemie. das finde ich auch. Bleibt anständig da draußen, bleibt sauber und Tut wir hören nichts, uns was wir nicht dann auch tun würden. in 2 Wochen wieder. Genau, bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.